Zusammen Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die schauen das an. Bisschen aufgeregt, denke ich auch. Ich auch. Ja? Hey, es ist, boah. Wir hatten ja schon Rang und Namen hier. Ja, aber heute hatten wir auch schon mal jemanden wie Jule aus Rostock. Wasabi nicht. Gerade nochmal gekuppt im Kopf. Hey, Jusel 86. 89. 89. So warum 89 eigentlich? Geburtsjahr. Wirklich? Ja. Nee, hätte ich nicht gedacht, die Datum Postleitzahl oder sowas. Ja. Ein Diktaturenkind. Tatsächlich, noch ganz knapp. Castolino Epicino. Wann bist du geboren? April. April? Ah, ja. Oh, da war noch ein halbes Jahr Diktatur. Vorhang zu, sag ich mal. Noch DDR-Kind, ja. Ja, da bin ich von der Klassenfahrt in die DDR ausgeschlossen worden. Wirklich? Ja, ein halbes Jahr vorher. Warum warst du schon damals so systemkritisch? Ja, ja. Dass du die Diktatur stürzen lässt. Ich habe angekündigt, ich würde so T-Shirts drucken, wo drauf steht, die Freiheit des... Des Mannes erkennt man am Johannes. Nee, was? Nein, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Rosa Luxemburg. Deswegen wurden DDR-BürgerrechtlerInnen auch in den Knast gesperrt, als sie ein Jahr davor mit diesen Transparenten auf der Luxemburg-Liebknecht-Demo aufgetaucht sind. Und ich habe gesagt, ich würde das auf die T-Shirts drucken. Hätte ich nie geschafft. Wahrscheinlich. Hätte ich wahrscheinlich verpeilt. Aber ich habe auf jeden Fall das angekündigt, dass das gemacht werden würde bei der DDR-Klassenfahrt. Also Westdeutsche sind ja immer in die DDR gefahren, um sich das dann da so anzugucken. Okay. Und da... Boah, wie ich das hasse, wenn man so beäugt wird durch die Scheibe. Ey, wir sind hier keine Zootiere. Was geht ab? Ey, schau mal da ran. Wie in der DDR. Also wie, wirklich, wie furchtbar, Alter. Was ist los? Ja, bitte. Achso, kein Problem, du. Hier kann jeder reinkommen. Hey, Brille, ja. Wenn die Nerdbrille liegen bleibt, da kann man schon mal 10 Minuten an der Scheibe stehen. Ja, der hat durch die Scheibe geguckt, konnte uns aber gar nicht sehen. Er hat nur diese Brille konnte. Ah, wenn du. Ja. Vielleicht hat die Scheibe hier, hat die eine Stärke, hat die eine Dioptrien? Nee. Wahrscheinlich nicht, oder? Hat sie nicht. Aber der klopfte einfach nur zu diesen Schemen, hat irgendwie gesehen, dass wir irgendwas machen, aber er hat auch gesehen, dass du gemunken hast. Ja, ey, sorry, ich wollte deinen DDR-Protest überhaupt nicht. Das wäre wie in der DDR damals gewesen, wir wären dann mit so einem Bus durch die DDR gekarrt worden, hätten dann durch die Scheibe den DDR-Bürgern auf dem Acker, die alle auf dem Acker gearbeitet hätten. Und dann in Charlottenburg ein bisschen Eis essen und da ein bisschen das Schluss. Nein, ihr seid doch dann durchgefahren, dann wieder in den Westen, oder? Nein, das war eine Klassenfahrt, die wäre irgendwie Wernigerode. Komplett im Bus. Jena. Komplett im Bus und ausgewählte Raststätten werden angefahren. Ja. Genau, und ausgewählte Kader hätte man wahrscheinlich treffen dürfen, so wie in Nordkorea. Ja, wie so eine Nordkorea-Rundreise. Das ist Nordkorea, hier die Nationalmannschaft. Ja, Jusel, aber dann wären wir vielleicht auch in Rostock in irgendeinem Krankenhaus gelandet und dann hätten wir dich schon gesehen als Baby des Sozialismus, sozusagen. Ja, vielleicht, ne? Ja. Aber ich bin ja in Neubrandenburg geboren, also Rostock wäre ein bisschen falsch gewesen. Ja, Neubrandenburg lag auch auf der... Da aber ich durfte ja nicht mit. Nicht hingefahren. Ich durfte nicht mit. Ich wurde ausgeschlossen von der Klassenfahrt. Als Einziger nehme ich an. Als Einziger. Tatsächlich. Ja. Ich war schon immer anders als andere Kinder. Ach, Mann. Ich musste vorhin dran denken, wie ich früher dieses Sido-Lied gehört habe, wo er sagt: S wie Steiger, halt dein Maul. Es hat Halli gesagt. Es hat Halli gesagt, richtig. Halli gesagt. Ich habe damals, ich konnte mit deinem Namen überhaupt nichts anfangen. Ich dachte nur, oh Alter, wenn Sido oder was gegen den sagt, ey, das muss so ein Kommerzbastard sein, der irgendwie die Musik ausweiden will und eine müde Mark mitmachen will. Dachte ich damals, ich wusste gar nicht, dass das damals genau andersrum war. Na, so wie ich bin, deshalb habe ich ja Royal Bunker als Marke auch nie als Patent angemeldet. Das hat jetzt ein gewisser Paul Würdig getan. Dem habe ich allerdings widersprochen, ja, letzte Woche. Letzte Woche ist der Widerspruch rausgegangen. Mal schauen, wie das ausgeht. Wird auf jeden Fall spannend. Das ist der Steiger. Der ruft, geht direkt zum Bullen. Ne? Wenn er kann das nicht immer auf der Straße einfach klären. Direkt zum Patentamt. Da gehe ich direkt zum Patentamt. Nee, ich habe Jimmy auch noch gefunden, den Originalbesitzer von Royal Bunker Kneipe damals. Er unterstützt mich in meiner Klage. Boah. Aus Nigeria. Nein, natürlich. Ich dachte auch, ich habe erst verstanden, aus Neid. Nee. Aus Neid gegenüber Sido. Okay. Nein, nee, das ist kein Neid. Gut. Jusel, ey, schön, dass du da bist. Was machst du in deinem übrigen Leben, wenn du nicht Radio hörst, Samstag vormittags? Dann bin ich auf Arbeit als Erzieherin. Ja? Ja. Und? Macht es Spaß, die neue Generation also heranzuzüchten? Naja, ist ja bei uns noch relativ schwierig. Ich bin bei den ganz Kleinen. Bis 3 Jahre. Echt Krippe? Ja, genau.
Und da ist ja viel mit dem Windelwechsel mehr zu tun. Aber natürlich macht Spaß. Ne? Aber warum hast du dich für die Krippe entschieden und nicht für ältere Kinder? Weil die Kleinen noch herzlicher sind. Das Gefühl und die Freude strahlen, das ist einmal bei den Kleinen am schönsten. Willst du selber Kinder haben? Ja, irgendwann. Auf jeden Fall. Aber jetzt reicht's, ne? Nach 8 Stunden Arbeit zu sagen, bitte, eure Kinder. So, jetzt hier, tschüss. Genau. Ich habe mal, wann macht man ein Praktikum in der Schule? Mit 16 oder so? 15, irgendwie so, da habe ich halt auch Erzieherpraktikum gemacht. Dann ist eine Lehrerin von mir am Zaun vorbeigelaufen und hat gesagt, ey, als wir wieder in der Schule waren, ich hatte das Gefühl, du bist da nur hingegangen, um irgendwie deine Fußballskills aufzubessern. Ich hatte die ganze Zeit mit den kleinen Kindern gespielt und die gesagt, du hast gar nicht abgegeben, du wolltest doch da nur dein Fußballer-Ego pushen, was sollte das überhaupt? Weißt du, wer auch eine Erzieherausbildung angefangen hat und Sido. Die abgebrochen hat? Sido. Lars Unlimited. Genau. Hammer und Zirkel. Die Liste geht weiter. Markus Steiger. Wirklich? Nein. Du Sklavenfreier. Doch, das hat mir Spaß gemacht im Kindergarten. Hier, jetzt stellt euch mal in Reihe und Glied. Jetzt wird ich aber ordentlich gegessen. Auf den Topf. Nicht schmatzen, habe ich gesagt. Ein bisschen wie Bademeister. Ja, Bademeister ist auch ein guter Beruf. Pfeif. Ja. Nein, ach, als hier schon sehr ehrenwert. Man hatte wirklich nur mit Leuten zu tun, die Bock haben. Fast. Also die noch nicht so desillusioniert sind vom Leben, nicht wie im Radio. Ist das eigentlich auch in Rostock gang und gäbe, dass die Eltern dann mit den neuesten Erziehungsratschlägen aus der Zeitschrift Naidu von Stern kommen? Heißt die Naidu? Ich weiß nicht. Wie heißen die? Es gibt das Familienmagazin? Bei uns gibt es so eine Fribbel, aber auf jeden Fall wissen die Eltern meist besser Bescheid. Wie heißt Bescheid. Das? Fribbel? Fribbel, ja. Was ist das? Ist so eine Zeitschrift für Eltern und Und dann kommen die und dann sagen die, hallo, Frau Juliane, ich habe hier das und das gelesen. Mein Kind kann nicht mit Plastikspielzeug spielen. Genau, ne? Sie wissen ja immer alles besser. Aha. Das ist immer so. Fühlt auch wenn wir frisch aus der Ausbildung kommen. Auch von einigen doch. Kann man nicht sagen. Ne? Es gibt solche und solche, aber das hast du ja in jedem Beruf. Ja, ich glaube, ich stelle mir das hier im Prenzlauer Berg wirklich sehr, sehr anstrengend vor. Also erstens die Erziehergespräche dann auf Englisch führen müssen oder dann wahlweise Schwäbisch. Spanisch. Schwäbisch. Haben wir auch, sollte man sich nicht täuschen lassen. Ist bei uns in Rostock, müssen wir manchmal mit manchen Eltern Englisch reden. Wirklich? Ja. Ja. Weil viele dann auch manchmal auch aus Syrien kommen, mit denen ist dann nur Hände- und Fußverständigung. Ja. Mhm. Okay, wie schätzt du das ein? Wird das gut? Es ist Kinder? Schwierig, ne? Also für die Kinder ist es natürlich am besten, wenn sie gleich zu uns kommen. Und gleich was lernen, aber für die Eltern ist es halt schwierig. Und für uns, wenn sie gar kein Deutsch können, dann erst den Deutschkurs machen müssen, ist es schwierig, weil es sind ja auch viele wichtige Sachen, wenn sie wissen, wann sie ihr Kind abholen müssen. 16. Genau, das 16 wird alles Horas. Genau auf die Uhr gezeigt. Genauso. In welchem Stadtteil machst du das? Bei mir in Rostock ist das Lüttenklein. Also es ist jetzt nicht so, Stadtmitte ist auch schon ein bisschen... Heißt Lütten nicht auch klein? Ist ja, es ist doppelt gemobbelt. Aber wir haben auch noch Groß-Klein. Also ist alles bei uns ein bisschen merkwürdig in Rostock. Aber ja, es ist auch ein bisschen mehr so Randgebiet. Ist schwierig, ne? Wir haben da auch Eltern, mit denen muss man dann auch wirklich ganz simpel sprechen. Ah. Nicht so gehoben, aber bei den meisten ist eigentlich alles reibungslos. Ja. Das ist ein gutes Training. Also ich habe, wie gesagt, diese Videoveranstaltung neu im Jugendhaus gemacht, da sind die Jugendlichen dann rausgegangen und gesagt, die benutzen die ganze Zeit Worte, die ich nicht verstehe. Und zum Beispiel? Was weiß ich, Diversifikation oder sowas. Ja, gut, aber wüsstest du auch nicht. Was gibt es dir denn, sowas zu verwenden? Würde ich doch gar nicht machen, habe ich doch gar nicht benutzt. Das andere, ich rede immer ganz doch. Simpel. Also ich... Also, hab ich eine gehobene Ausdrucksweise? Doch, ja, habe ich. Aber bin ich unverständlich? Nein. Nee, geht noch. Alles in Ordnung, Steiger. Oh, danke. Danke. Wie bist du auf unsere Radiosendung überhaupt gestoßen? Du bist wirklich von der ersten Sendung an dabei. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe es, glaube ich, irgendwo mal in den sozialen Netzwerken gelesen, weil ich hatte ja schon euren Jahresrückblick gesehen, ich glaube 2015 oder so, wo ihr den gemacht habt. Fand die Kombo da schon ganz gut. Und als es dann hieß, natürlich Radiosendung zusammen. War klar, einschalten. Tja, da dachten sich Boom FM, dass das viele denken. Hat dann halb funktioniert. Naja, jetzt also ja, macht komm. Das jetzt nicht. Wir sind nicht Bruce Springsteen und wir sind auch nicht Sido. Wenn der jetzt hier eine Radiosendung machen würde, Oder ein Hörspiel oder so. Da war abgehen. Ach, hast du es reingehört? Hast du reingehört? Nee. Rudi, das Hörspiel, hast du reingehört zufällig in Rudi, das Hörspiel? Ich freue mich auch schon auf unseren Jahresrückblick wieder. Alben, die...
die total untergegangen aber sind. Das ist sehr gut. Hast du aber gesehen, dass dieses Song-Tindern ein reguläres Format jetzt ist bei Das Ding oder irgendwie sowas? Auf jeden Fall irgendein öffentlich-rechtlicher Scheiß. Wer hat es erfunden? Flair. Aber wie immer, alles natürlich. Ja? Mann. Du kannst sagen, dass es nicht mal 16 Bars Idee war. Das haben wir einfach spontan da gemacht, oder? Das haben wir wirklich gemacht, ja. Wir sind einfach spontan Typen, Mann. Kann man nicht mit rechnen. Kannst du nicht in eine Gleichung packen und dann kommt irgendwas raus. Manche Sachen entstehen einfach so und dann hat man so Gold in den Händen plötzlich. Ja. Wir haben ja mal einen Brief, oder wir haben ja eine Zeit lang auch Briefe bekommen von Zuhörern, die gesagt haben, es ist bemerkbar, dass wir uns besser verstehen, umso fortschreitender die Sendungszahl. Ist es dadurch auch langweiliger geworden eigentlich? Durch die Briefe? Nee, durch unsere, dass wir uns immer ähnlicher wurden. Dass wir es nicht mehr so hassen wie am Anfang. Nö, finde ich gar nicht. Also sonst würde ich, glaube ich, heutzutage nicht mehr einschalten. Bei euch ist immer noch Spannung drin. Das macht das trotzdem immer alles noch ganz lustig. Wie fandest du die letzte Sendung eigentlich? Auch angespannt? Ja, schwierig am Anfang, bis Mauli dann reingegrätscht ist, ne? Ja. Sehr gut. Der gute Mauli. Ja. Ist klar, das ist dein Spezialgebiet halt Politik, ne? Ein bisschen immer mit reinrutscht. Ist ja auch irgendwo richtig. Ich meine, ich glaube, viele Junge lernen denn gerade hier noch mehr, als wenn sie sich eine Zeitschrift holen würden. Ja? Die sie dann eh nicht verstehen. Ich schreibe jetzt bald auch einen Artikel für die Bundeszentrale für politische Bildung. Also wenn sie es nehmen. Ich habe schon angekündigt. Wird vielleicht ein bisschen schwierig. Du wurdest angefragt oder du hast einfach gedacht, oh ja, könnte ich jetzt mal machen. Ja. Von mir aus. Rap und? Ratet mal. Integration? Nein. Was? Zwei? Zwei habt ihr noch. Rap und Gewalt? Ah, fast. Kriminalität? Drogen? Oh Mann, ey, du bist schon drüber raus. Rap und Drogen? 10 Seiten. Ihr müsst euch vorstellen, 10 Seiten Artikel. In so einer Spezialzeitschrift. Kennt ihr die Hefte, diese Bundeszentrale für politische Bildung, ja, diese schwarzen Hefte? Rap und Antifa. Ah, das wär's. Gibt's aber nicht so viel zu schreiben drüber. Für eine halbe Seite. Nein, ein Hammerthema. Also gäbe 2 Themen, für die ich immer wieder angefragt werde. Na, jetzt los. Nein, komm. Jetzt sag doch auch bitte. Okay, also Rap und Sexismus ist es nicht. Ah. Wow. Jetzt und Rap und Antisemitismus. Oh, geil. Ich freue mich jetzt schon. Ja, gut. Ja. Ja, wird ein Artikel. Wird und dann war es dann sehr spannend. Und dann habe ich halt aber angekündigt, ja, pass auf, aber ich habe da schon ein bisschen andere Meinung als die gängigen Mainstreams, also als die 2 Erzählweisen, die es so gibt, die sich diametral entgegenstehen. Ja, ich werde das nochmal in der Redaktion überprüfen lassen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Geänderte Version rauskommen und dann wirst du gefragt, hey, setzt du da trotzdem deinen Namen drunter? Dann sagst nein, tut mir leid. Können wir nicht machen. Na gut. Los. Hey, erster Track, den wir spielen, Nerd featuring Rihanna. Ja. Ja, das hört sich nach einer richtigen Underground-Produktion. Kombo an. Wo hast du die denn ausgegraben? Hallo, ich war da so auf Soundcloud und dann 10 ähnliche Artists später, da kam dann NELD. Nee, guck mal, das sind ja Pharrell und so ein anderer Typ, von dem keiner weiß. Ich glaube, wenn man die beschreibt, dann ist es so die erste Pharrell Beschreibung. Und der andere halt. Pharrell und irgendein anderer Typ. Ja, und da würde man jetzt denken, die holen sich Rihanna und dann trennt die da so eine Happy Hook. Aber die sind halt richtig befreundet, ha? Das kann sein. Die hängen richtig ab, so. Ey, ich bei der neuen Nike, hoffen. Reebok oder H&M-Werbung. Esprit. Nee, für was macht Pharrell eigentlich Werbung? Esprit, oder? Nee, warte mal, G-Star oder so? Ah ja. Raw, oder irgendwas. Und Rihanna doch auch, oder nicht? Für was macht sie, also... Keine Ahnung. Für was macht sie nicht keine Werbung? Sie wird schon für irgendwas. Es wird schon jeder Artikel bezahlt sein, den sie auf einem Instagram-Foto trägt. Aber ich sag so: ich habe da ein anderes Lied erwartet, als das Lied, das dann kam, als ich es eingeschaltet habe. Ah, okay. Und deswegen habe ich es mitgebracht. Weil Rihanna, bist du eigentlich auch als Influencer mal angefragt worden? Rihanna spittet halt die ganze Zeit. Echt, lustigerweise zu einer Zeit, wo ich jetzt nicht die Ultra. Also, was ist. Ich habe jetzt auch noch nicht die Ultra-Reichweite, aber ich wurde tatsächlich von McDonald's angefragt mal. Ernsthaft? So für Online-Rechte lebenslang. Ich liebe es! Was will man denn bezahlen für lebenslang? Da war es irgendwie so ein paar tausend Euro. Da war ich so, hä, sind die behindert, Alter? Also nicht, dass. Bescheuert. Ja, Bescheuert. Da habe ich gesagt. Was habe ich gesagt? Pieks bei euch? Entschuldige bitte. Was habe ich gesagt? Hab ich gerade gesagt, oder? Ja, bescheuert. Nee, genau. Da habe ich gesagt, geht's noch, Leute? Ich denke ja wohl nicht.
Ja, na gut. So viel dazu. Und jetzt kommt Lemon. Genau. Und was ich da sagen wollte, Rihanna, die flext da richtig, weißt du? Okay. Die rappt da richtig. Man denkt dann so, nee, jetzt komm doch mal, Rihanna, mach doch mal so eine schöne Hook oder so. Ja. Nee. Nee, aber sie rappt einfach. Spittet durch. Geil. Die wundersame Rap-Woche. Jetzt kommt das mit dem Krieg, Drogen und dann das mit den Frauen. Mit Maulien Steiger. Wenn man in Rostock ausgehen möchte und solche Musik hören möchte, wo geht man da hin? Schwierige Frage. Hausparty, also bei mir zu Hause. Also höchstwahrscheinlich LT-Club, Déjà-vu, so in die Richtung. Ansonsten haben wir ziemlich viele Clubs, die so kleine eigene Richtung haben. So ST ist so mehr was für die Rockleute. Ja, ist nicht so meins. Disco-Gänger bin ich nicht so. Aber bist du viel in Rostock unterwegs oder? Ja, so mal in Bars, ne? Mit Freunden zusammen. Das ist okay. So. Disco ist nicht so. Da sind viele Jugendliche. Aus dem Alter bin ich raus. Mit den ganzen betrunkenen kleinen Kindern da. Warum denn? Wie kann man denn mit 19 schon raus sein? Zu beeinflussen, die Kleinen. Das ist doch, hast du doch viel leichteres Spiel. Wenn du jetzt einen Erwachsenen rumkriegen willst, ja, da musst du ja aber was bieten. Das ist doch langweilig. Ja. Nee, natürlich. Disco-Gänger, das können wir, glaube ich, jetzt alle. Ja, wo gehst du eigentlich? Du machst dich doch auch immer rar und selten. Ich werde verdammt nochmal nur dann einen Club betreten, wenn ich darin auftrete oder da irgendjemand auftritt, den ich irgendwie kenne. Das ist irgendwie, das ist echt so, ich kann es nicht leiden. Allein wenn man dann schon so, dann stehen, du musst dir vorstellen, da stehen halt so Leute vorne, die irgendwie eigentlich für Sicherheit sorgen sollen, die sagen dann so, nee, du nicht. Du schon, du nicht. Nein, wir brauchen mehr Typen, wir brauchen mehr Mädchen, damit mehr Typen den Mädchen Drinks ausgeben. Mal, warte mal, du siehst nicht aus, als würdest du Drinks ausgeben, verpiss dich. Du, warte mal, ja, na ja, nein, okay. Guck mal deine Schuhe, was ist denn überhaupt los? So, was ist, also das ist doch, oder? Wer macht denn sowas freiwillig? Und dann zieht man sich so an, weil man denkt, oh, das könnte diesem großen Mann da gefallen. Und dann zieht ich mir ein Hemd an und so, das ist doch... Aber du musst ihm doch immer nur ganz gerade in die Augen gucken und sagen so, ich lass mich Bruder, von dir nicht bewerten. Ich habe so viel Geld, weil ich würde so viel Drinks darum ausgeben. Weißt du eigentlich, wer hier vor dir steht? Ja, nee. Also, ja. Das ist ja übrigens der beste Satz, den mögen Tierstörer. Weißt du eigentlich, wer vor dir steht? Ach, herrlich. Ja. Nee, also, ja. Wo warst du jetzt in Berlin? Warst jetzt eine Woche in Berlin richtig durchgemacht? Naja, durchgemacht nicht. Ruhiger Urlaub, ne? Ja. Wo warst du? Renate? Wilde Renate? Nee. About Blank? Ach, gar nicht so. Abends war ich nicht großartig unterwegs. Ich war Dienstag noch in Bernau beim Basketball. Was hast du beim Basketball gemacht? Spielst du Basketball? Ja, teilweise. Aber unsere Rostocker waren da. Und so konnte der Urlaub natürlich nicht besser losgehen, ne? Als mit unserer Mannschaft. Tja. Erste Bundesliga? Zweite. Aber und die spielen in Bernau, ja? Die haben in Bernau gespielt, ja. Gewonnen? Nee, leider nicht. Nein. War knapp. Okay. Ich weiß sogar, wo das ist. In Bernau, da hat so ein Sportforum aufgemacht. Ich war damals bei der Eröffnung, da war auch so ein Spiel von den Bernauer, weiß nicht, wie heißen so Basketballteams? Adler? Fly? Na, die heißen schon Lok Bernau. Ne? Lok Bernau. So. Wirklich? Ja, die heißen Lok Bernau. Ah, Lokomotive Bernau. Oh, Lokomotive ist auch keine Lebewesen, die so richtig hochspringen können. Ne? Das ist vielleicht kein gutes Omen. Ja, aber dafür walzen die alle nieder. Dampf haben die doch. Nee. Auf jeden Fall, ich war beim allerersten Basketballspiel in dem Bernauer Sportforum, wenn man es kurz würdigen. Okay, ja, fertig. Ja. Wie heißt die Mannschaft aus Rostock? Das sind die Seawolves, die Rostock Seawolves. Sie? Seawolves. Wolves. Ja, Wolves. Wir sind halt Seewölfe, ne? Ah. Ja gut, okay. Das macht Sinn. Das klingt auch nach Hochspringen. So ein Seewolf. Was ist ein Seewolf eigentlich? Keine Ahnung. Gibt's das überhaupt? Weiß ich nicht. Musst du mal unseren Verein fragen? Soll das so eine Fisch Art und Anemone, Seebär so sein? Nee, Seebär ist ja nur ein Seemann eigentlich, der alte Seebär. Nee, wie heißen denn die? Seelöwen. Blaubeer. Seelöwen. Ja. Seelöwen, aber die springen ja auch nicht. Aber ich glaube, Seewolf ist so wirklich eher so, ein, so eine Halbmuschel, die dann so raus irgendwie. Ich habe ja sowas im Kopf. Okay. Hey, was weiß ich über... Kannst du mal das Fenster zumachen? Das rauscht schon wieder hier. Ja, Mann, das Meer rauscht. Einfach nur dieses, weißt du, Sendung on the Beach. So. Das kommt anscheinend nicht so gut an. Unser Sendeleiter hat sich beschwert. Das sind die Neider, die keine Urlaubstage kriegen. Ja, dass die Strandatmosphäre von der letzten Sendung auch nicht zur Entspannung beigetragen hat. Ja, zur verspannten Atmosphäre. Hey, du hast einen Song mitgebracht von Raf Camora. Ja. Jena, erzähl mal was. Warum rührt er dich an? Warst du schon mal in Wien? Ja, dieses Jahr erst. Deswegen hängt da noch so ein bisschen Urlaubsänderung dran. Wirklich? Ja, langes Wochenende, ja. Hast du eine Eitrige mit Buckel gegessen? Nee,
Warum hab nicht? Habe ich nicht. Armer Wiener Schnitzel. Aber du weißt, was Eitrige mit Buckel ist? Hast du erst 10-mal erklärt in der Sendung. Deswegen, das hast du ja schon 10-mal erklärt. Nee, was ist das? Ja, weiß ich nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis. Also hast du es nicht oft genug erklärt? Bildungsauftrag verfehlt. Dann hab ich es nicht. Du der Richtige bist für die Bundesstelle für politische Bildung. Eitrige mit Buckel ist eine Käsekrainer, eine Wurst mit Käse. Wenn man die aufschneidet und der Käse warm ist, tropft er heraus wie Eiter. Einfach, deshalb heißt sie Eitrige. Nur lecker. Ja? Und der Buckel ist der Kanten vom Brot, der dann so eine Art Buckel bildet. Dazu gibt es frischen Meerrettich und Senf. Der heißt einfach nur Meerrettich. Krähen heißt er. Krähen. Ja? Nur damit ihr das nächste Mal wisst. Na, muss es sein. Wie ist? Ja? Wie heißt das berühmteste Bier aus Österreich? Puntigammer, Bockhammer, Puntigammer. Ja, erzähl mir. Das ist der Werbespruch. Und ein sehr berühmtes Bier aus Österreich, das als Radler den deutschen Markt erobert hat. Steiner. Hm? Gösser? Gösser? Also, trinkt ihr das gar nicht? Nee, ich gibt's in jedem Späti. Ja, Gösser Radler. Weil, Werbespruch, gut, besser, Gösser. Okay? Wir haben im Leben noch kein Bier getrunken, Alter. Wirklich? Ich trinke auch kein Bier mehr. Ich rasse, schrei dann immer so rum auf den Partys und dann mögen die Leute nicht mehr. Nur noch alkoholfreies Bier. Ja. Gut, also Vienna, ein Song mit Urlaubsatmosphäre. Ja. Hören wir jetzt mal rein. Raff, auch jemand, den du sonst sagen würdest? Nur im Urlaub. Alle Alben. Cooler Typ, sehr, sehr gut. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Prima Show. Triffst du auch auf deinen Urlaub zu? Hast du alles zerfetzt in Vienna? Hast du Stress gesucht? Hast du relaxed? Relaxed hat sie. Na, genau, relaxed. War Familienurlaub mit Mutti. Wirklich? Zum Geburtstag, ja. No. Das war. Bist du dann in die bestimmten Bezirke gegangen, hast gesagt, guck mal hier. Naja, wir sind ja dann durch Fünfhaus durchgefahren, ja? Als wir zum Schloss Schönbrunn gefahren sind. Und war Fünfhaus beeindruckend? Ja, wir sind da kurz mit dem Bus durchgefahren, ne? Viel gesehen habe ich nicht, aber war schon lustig dran zu denken, dass Raff da aufgewachsen ist. Das ist schon... mal was anderes. Aber es ist immer so ein bisschen, man stellt sich das ja dann wahrscheinlich immer relativ mythologisch vor und irgendwie so, puh, da, krass. Und dann steigt man da aus und dann denkt man, ja, ist ein Wohngebiet halt wie jedes andere auch. Ey, bist du eigentlich hier im Studio zu sitzen, hast du es dir auch so vorgestellt? Wahrscheinlich. Naja, wir kennen ja schon die Fotos, ne, im Pausennetz. Vom Studio, von der Einrichtung drin. Stimmt, früher wurde er hier so noch gefilmt. Ja, und du wusstest ja auch, dass Bushido schon auch ein bisschen enttäuscht war von der Größe und der Aufmachung des Studios, oder? Der hat sich ein bisschen was Größeres. Ja, gut, wenn Bushido meint, der braucht was Größeres, dann anderer Sender, andere Zeit. Boah, aber dann ja ohne uns, dann, wo kommen wir denn da hin ohne Bushido? Da hätten wir ja überhaupt keine Klicks mehr. Da hätten wir überhaupt keine verspannten Sendungen mehr. Auch das nicht. Ja. Ey, Raff hat übrigens gerade, er postet jeden Tag Videos von seinem Studio, was er sich jetzt aufbaut, mit all diesem Geld, was er mit all diesen Alben gemacht hat in den letzten Jahren. Ja. Und ich glaube, ich habe noch nie so ein großes Studio gesehen irgendwo. Also es ist immer noch so, er baut immer noch gerade diese Raum-in-Raum-Geschichten. Alles, schwimmende Wände. Schwimmende Wände. Ich glaube wirklich, es könnte doppelt so groß wie das Red Bull Studios werden. Was mein Red Bull Studios, ja. Ist ja in deiner Straße, ne? Ja, das Red Bull Studio jeden Tag da. Nehme ich auf. Also, mein neues Album, Schweinesystem. Schweinesystem. Kommt nächstes Jahr raus. Ja. Letzte Woche auch viel im Studio. Ich kann dir nachher mal Sachen schicken. Ja, schick doch mal hier. Nein, die nicht Sendung. Schicken, ich zeig dir. Zeig doch meine Sendung. Bist du mit Fahrrad heute? Sonst kann ich dich nach Hause fahren. Dann zeig selbstverständlich dir. Bin ich mit dem Fahrrad. Als wollen wir Fahrrad im Kofferraum machen? Als wäre ich jemals nicht mit Fahrrad unterwegs. Warum eigentlich? Hast du den Führerschein verloren, als du gekifft hast am Steuer? Nee, überhaupt nicht. Ich darf sogar LKWs fahren. Ja? Aber einfach dein LKW verkauft nach einer Weile, weil du dachtest, pff, ja, was soll ich damit? Parkplatzprobleme. Parkplatz in der Straße. Parkplatzprobleme. Ist auch in der heutigen Zeit jetzt nicht gut, einen LKW zu haben und vorbestraft zu sein. Das ist schlechte Kombi. Vor allem, der kommt ja nicht mal mit Paketboote. Was wollen die denn da erzählen? So, ja, ich bin hier vom TÜV, Spaß, bin von der Polizei, zeig mal ihre Fracht. Nee, und ich fahre auch gerne Auto in der Stadt. Aber ist ja sinnlos.
auch. Also hey, ich finde, man kommt schneller vorwärts. Von hier zu dir nach Hause, definitiv. Ja. Aber ey, wenn wir gerade in deiner Straße und bei den Red Bull Studios sind, wollen wir ein neues Single von Unique spielen? Würde ich gerne, aber ich habe was anderes eingeloggt schon. Aber wir können und die ja hochziehen. Nee, ich bin heute überhaupt nicht spontan. Aber wir hören gleich was von Unique später. Okay, versprochen. Bleib dran. Auf jeden Fall. Und zwar nach meinen nächsten zwei Wünschen. Soll ich den anderen, soll ich es ein bisschen vorziehen? Ja, mach nach deinem nächsten Wunsch, okay? Jetzt darfst du eins spielen. Okay. Also ist eigentlich gar nicht mein, mein Musikwunsch, ist ein Vorschlag von einer Hörerin, die mich darauf hingewiesen hat, aber ich fand den... Die nicht Jule heißt? Die nicht Jule heißt. Allerdings ist mir der Name jetzt gerade entfallen. Das tut mir leid, aber du weißt, wer gemeint ist. Ihr wisst, wer ihr seid, die ihr mir Songs vorschlagt. Und der Künstler heißt Faber, in Paris brennen Autos und ist ein Singer-Songwriter. Aber du weißt, wir sind in einer Hip-Hop-Sendung, da geht es um Texte. Und wahnsinnig schöner Song, guter Künstler, kann man auschecken, aus der Schweiz übrigens. Cool. In Paris, da brennen Autos. Sagt er das so? Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Themen der Woche. Tja, zum Glück gibt's diese Rubrik, oder Jule? Sonst würdest du, ich denke mal, unter der Woche hast du nicht so viel Zeit, dich zu informieren, was für wahnwitzige Sachen passieren. Checkst du die Rap-News? Gelegentlich, ne? Ich bin schon mal nicht Rap-Update-Leser, da bin ich raus. Die Woche jetzt gar nicht, muss ich zugeben. Ja. Immer nur unterwegs gewesen. Ich hoffe, du warst ja auch mitten im Geschehen hier. Bist du da dankbar für unsere Sendung, dass wir das so ein bisschen auffreshen? Ja, geht viel an einem vorbei. Viel, was man sonst verpasst hätte und sich denken würde, oh Mann, hätte ich das verpasst, das wäre jetzt echt schade. So. Ja, nicht unbedingt Wichtiges, aber manchmal auch lustige Sachen, ne? Wenn dann wieder irgendwas auf Twitter los ist, was man vielleicht nicht gelesen hat. Genau. Oh, da habe ich auch, habe ich ein bisschen was. Tatsächlich. Soll ich die Themen der Woche mal vorlesen und dann sagt ihr, über was ihr euch unterhalten wollt. Katalonien, ja? Oh. Asylanträge in Belgien gestellt. Flair zum Thema Loyalität. Reaktion von Ali Boumaier. Oh, auch noch. Terroranschläge in New York City und ihre Reaktion. Themen, Ali Boumaier und Flair ist ein Thema. Ist ein Thema, Flair zum Thema Loyalität. Berliner Loyalität. Sehr gut. Terroranschläge in New York City und die Reaktion von Trump. Britische Marinesoldaten nach Drogenkonsum entlassen. Was? Wäre ein Thema. Ist jetzt kein Rap-Thema. Ja, nee, aber ey, also das ist doch, früher war das doch gang und gäbe, dass man mit Drogen in den Krieg geschickt wurde. Ja, jetzt auf aber einmal ist hier, wenn du das selbstständig machst, ist doof. Das macht man nur auf Befehl. Hier, Stucker Schokolade. Ja, bisschen Amphetamine. Eieiei. Aber das kommt ja daher, dass Göring selber ein großer Kokainist war. Cokehead. Kokainist. Sagt man das so? Ja, finde ich gut. Starkes Wort. Also ein Morphinist. Also an meinem Kotti gibt es jeden Tag einen Auflauf von Morphinisten. So, weiter. Wenn Teenager glauben, dass ihre Mutter 50 Cent datet, habt ihr das gesehen? Nein. Ein sehr lustiges Video. Ist ein Prank-Video, aber Ding. Chill und Abdi versus Amazon. Maxwells S-Klasse wurde sichergestellt. Adam sucht Eva 2017 und Jugendwörter des Jahres. Also, zuallererst möchte ich mal diese Flair-Geschichte wissen. Das brennt. Also, Flair hat einen Tweet retweetet, wo ein User-Fan-Supporter mit dem Namen Maskulin im Namen getweetet hat, Flair war schon immer loyal zu Berlin, jetzt wo es bei ihm läuft und er sich mit Farid wieder gut versteht, wird es unruhig. Das war alles, das wurde retweetet. Und Ali Boumaier hat darauf reagiert, ja, das ist die älteste Masche, die es gibt, einen eigenen Fake-Account zu erstellen und Fake-Tweets zu retweeten und man sieht sich. Zum Glück gibt es nicht nur das Internet, sondern man sieht sich. Ach man, das ist aber auch alles daraus verstrickt, hat Rap-Update natürlich wieder eine... Es geht los. News gemacht.
Und das war eigentlich alles. Also, das ist überhaupt nicht der Rede wert eigentlich. Also auch den Tweet habe ich nicht ganz verstanden. Jetzt, wo es wieder bei ihm läuft und er sich mit Fahrrad gut versteht, wird es unruhig. Was heißt das? Was soll denn das heißen? Wir werden unruhig, ich werde unruhig. Ja, das stimmt. Berlin wird unruhig auf den Straßen, man merkt das einfach. Da ist so eine gewisse Unruhe, ja, so eine gewisse Unruhe schwingt hier mit in der Luft. Am Kotti, also die marokkanischen Dealer, die unterhalten sich nur darüber. Eher glaube ich, im Süden, da wo Flair verkehrt. Aber... Ja, ist schon eine lustige Konstellation, weil ja auf der neuen JBG-Single, die wir heute nicht spielen, weil es musikalisch leider richtig schwach ist, sagen sie ja auch, okay, und das war jetzt der letzte Song ohne Namen und ab jetzt danach wird Bushido richtig an Prang genommen. Ja, Shindy wurde gedisst wegen des Rucksacks. Ja. Er hat keine, aber so richtig stark fand ich den Diss jetzt tolle, auch nicht. Er hat keinen tollen Ranzen in die Shindy-Box. Irgendwie sowas. Naja, nee, genau. Ja gut. Warst du ein bisschen enttäuscht? Von dem klingt Track? Stärker. Oder von der News? Von der News. Ja, ich würde, wollen wir Noten vergeben? Ich würde eine 3 minus. Ja, Kampfangebot an, Farid Bang. Oh, los geht's. Doch wieder Bock. Morgen. Ja, 6. Nee, ansonsten erzähl mal bitte dieses New York-Massaker habe ich auch nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Wirklich? Terroranschlag in New York, ja. Also dass einer sich einen Pickup-Truck ausgeliehen hat und da 8 Leute überfahren hat. Nichts mitbekommen. Nein, eine Deutsche, 5 Argentinier. Eine Deutsche, nein, warum, ja. Warum wir? Ja, weil sie ja, zufällig nee. Auf diesem Radweg war. Nee, anderthalb Kilometer auf so einem Radweg gefahren, 8 Leute überfahren und sich dann am Schluss für den Islamischen Staat ausgesprochen. Trump will daraufhin die Green Card-Verlosung einstellen, weil der Typ vor 5 Jahren über Green Card-Verlosungen nach Amerika gekommen ist. Na, das klingt hier alles ja alles sehr zufällig. Krass fand ich tatsächlich, er ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, also er ist mit einem Bauchschuss dann gestoppt worden und verhaftet worden, ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, hat gesagt, er möchte die IS-Flagge dort aufhängen. Ja, garantiert. Und Trump hat... sich dann über das Justizsystem der USA aufgeregt und hat natürlich härtere Strafen und die Todesstrafe gefordert und hat auf dann Twitter oder auch in irgendeiner Pressekonferenz? Auf Twitter und in einer Pressekonferenz hat er dann aber gesagt, wir brauchen Bestrafungen, die viel schneller und viel größer sind als die Bestrafungen, die diese Tiere bisher bekommen haben. Das ist schon echt eine krasse Wortwahl. Ja, also für einen scheinbar demokratischen Machthaber dieser Welt, andere Leute als Tiere zu bezeichnen, das ist schon auch eine neue Stufe der Eskalation. Diese Tiere, die hier bei uns 8 Leute umbringen, während wir nur 800.000 bei denen umgebracht haben, was ist eigentlich los? Wir machen das zivilisiert. Ja, ich meine, Streubombe, Drohne, sieht man halt nicht. Das fand ich neulich auch interessant, zum Beispiel die Drohneneinsätze in anderen Ländern sind ja eigentlich Luftwaffeneinsätze und normalerweise werden die ja vom Militär geflogen. Dadurch, dass es aber Drohnen sind, werden die teilweise von den Geheimdiensten geflogen. Also können die Geheimdienste jetzt auch noch gegen das Militär arbeiten? Und dann werden die offiziell nicht mehr als Kampfeinsätze registriert und unterstehen auch nicht mehr der parlamentarischen Kontrolle. In Amerika ist das ja so ähnlich geregelt anscheinend wie in Deutschland, dass halt irgendwie der Senat und so weiter die demokratischen Institutionen auch über die Kampfeinsätze abstimmen müssen. Dadurch, dass es aber Geheimdienstoperationen sind, fällt es da raus und die Art der Kriegsführung und die Art der Kriegswahrnehmung natürlich für die Leute verändert sich. Ja, ist ja dann kein Krieg mehr, wenn unsere Soldaten nicht mehr direkt in Kampfhandlungen verwickelt sind, sondern nur noch Roboter. Naja, dann ist er eher ein Computerspiel. Tja. Krass, ha? Huh? Was hattest du noch? Du, die Drogenkonsum auf einem British Marines. Was war ja, da los? Ja, die hatten Atomsprengköpfe gelagert und haben halt eine wildes Drogengelager. Es wurde gar nicht mal erwähnt, was da jetzt irgendwie zu sich genommen wurde. Wahrscheinlich Kokain. In irgendeinem Hafen haben die halt angelegt und haben sich gedacht, jetzt hier warum ein paar nicht? Lines ballern. Also, ey, ich drück den Knopf. Soll ich den Knopf drücken? Ey, komm. Hast du da eh drauf? Ach, komm. Ey, Mann, lass doch mal. Jetzt, ey, das ist jetzt mal ein Eskalationslevel. Das ist halt richtig scheiße. Du warst schon mal im Knast wegen so einer Scheiße. Wir sind dann entlassen worden. Ja, ey, Jugendwörter des Jahres finde ich wirklich geil. Boah, das hab ich auch immer gelesen. Immer peinlich. Ja, auch geil, weil immer peinlich. Auch geil, weil immer peinlich. Nee, weil wer benutzt, wer redet so? Also, ja, was ist das für 1 Live? Das ist die Werbekampagne von Flux FM. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Der Sparkasse.
Der DKB, Familienbank, ja. Ich denke von jeder manchmal Institution, die ein Twitter-Account hat. Ich auch mal, glaube ich, von einem Dreivierteljahr habe ich das mal als Witz einmal wirklich auch gebracht. Was ist für eins Radio? Oder was? Nee, was ist das für eins Live? Oder so. Hey, ist ja auch mal eine berechtigte Frage. Hast du es mal? Kann man sich das ja einfach nur fragen, ja, was hast das du es mal benutzt? Ist. Nee. Eins Live? Okay. Ey, nimm mich halt immer an Radio 1, ja? Radio 1 Live. Und 1 Live, das ist so eine Kombination. Boah, da müsste man, wenn das jetzt Jugendwort wird, dann nächstes Jahr direkt die Kampagne damit los. Die 1 Live Kampagne. Was ist das Radio für 1 Live? Also noch schnell Patentsteiger. Boah, da muss was gehen. Ich glaube, Patentamt ist mittlerweile mein Freund, ich habe da so ein Konto. Ja? Die dürfen bei mir abbuchen, ich kann alles anmelden, wenn ich möchte. Ja. So, jetzt wird's richtig bescheuert. Neißenstein. Wer redet so? Jemals gehört? Jeder. Neißenstein, bei dir in der Krippe vielleicht? Nee. Da sind die nur drunter. Die sagen erst Lit. Ja, soll alles perfekt sein. Lit taucht tatsächlich auf. Litauen. Müsste man natürlich schreiben, schon längst wieder aus. Bin uns kein Mensch mehr. Netflixen. Was? Netflixen. Aber wenn man einschläft bei Netflix. Ey, sorry, das gibt's sind halt sowas? Auch... Das sagt niemals. Halt keiner. Das Ding ist, diese Jugendwörter sind immer halt vom Langenscheidt-Institut, die setzen sich ja selber hin und denken sich das ja aus. Okay, was war denn dieses Jahr signifikant und was könnte man daraus formen? Und dann hoffen die, das verwenden die Jugendlichen nächstes Jahr. Ich so bin gefresht. Gefresht? Ja, na sicher. Sagt man einfach. Wenn ich diese Radiosendung höre, bin ich gefresht. Bin gefresht, wenn ich einen Echo Fresh Track höre, Alter. Dann bin ich richtig gefresht. Merkules. Das ist Bildwort des Jahres. Ja, Merkel und Herkules, weil sie so... Wirklich? Gab es als Bildschlagzeile? Damit wurde ein bisschen rumjongliert in dieser Presse. Okay. Springerpresse. Heißt diese Figur, dass man sich die Hand vor die Augen hält und dann eine Hand so in die Luft schreckt, heißt sie wirklich Dab? Dab. 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 Dab ist halt, wenn man der so... Der Dab. So ist aber hoffentlich auch schon ganz doll out. Okay. Fermentieren. Naja, okay. Fermentieren? Was soll das heißen? Kontrolliert gammeln. Weil fermentieren ist doch, also fermentierte Drinks sind doch so mit Biokulturen, die sich irgendwie im Magen mit deiner Verdauung beschäftigen und sowas. Irgendwie so Mikro. Ja, fermentieren ist ja so ein Prozess wie zum Beispiel bei Sauerkraut, dass das halt so durch, sowas ähnliches wie Gärung, glaube ich, halt nur einfach mit genau, anderen Genau, durch Behandlung Formen. dann Aber sowas, da, entschuldige mal, was? Ja. Ja komm, wir fermentieren jetzt heute beim Ronny auf der Couch oder was? Ja. Okay, aber das habt ihr wirklich nicht gesehen, wenn Teenager glauben, dass 50 Cent ihre Mutter datet. Das ist wirklich ein bisschen witzig, weil das auch so krass peinlich ist, wie diese Teenager reagieren. Also das sind so. Darf ich raten? Ein YouTuber hat sich mit 50 Cent kurz geschlossen und lädt dann 50 Cent zu ihrem Das ist natürlich ein 50 Cent Prank. Das ist so die Fortführung seiner Rick Ross Komödien. Okay, erzähl. Also 50 Cent meint ja von sich, dass er so ein bisschen komödiantisches Talent hat und hat so kleine Videofilme produziert, wo er so MILFs, also ältere Mütter oder jüngere Mütter mit aber Teenager-Söhnen schon irgendwie losschickt und dann erklären die, hey, I met someone and he's really nice und ich wollte, dass du das weißt und dann sagt der eine, was mit Papa? Ja, mit dem läuft es nicht mehr so gut. Und ich wollte dir den neuen mal vorstellen und dann, hey, Curtis, kannst du mal kommen? Und dann kommt 50 Cent in so einem Bademantel, scharlachroten Bademantel. Das ist auch wirklich ein bisschen witzig. Und die Kinder so, Und das Lustigste ist, der eine kennt ihn nicht. Und dann okay, so, das ist krass. Warte mal, du singst, ja. Was singst du so? Und dann so, I take it to the candy shop. Ah, warte mal, das habe ich schon mal gehört. das ist wirklich gut. Boah, wünsche ich mir in Deutschland auch solche Formate. Und der eine sagt dann aber so, und dann sagt die Mutter so, ja, aber ey, und wäre okay jetzt, wenn ich mich von Papa trennen würde? Und dann sagt er wirklich, ja für 50 Cent. Hat einer von den Teenager-Söhnen auch gleich sein Mixtape gezeigt? Der eine meinte, dann treibt das 50 Cent so ein bisschen auf die Spitze und meint, hey, wir könnten dann so ein Mixtape machen, so ein Vater- und Sohn-Ding. Und der eine geht richtig drauf ab und so, ja, geil, auf jeden Fall. Oh, ey, das wäre richtig, richtig cool, I can feel that. Ja, das ist ein bisschen gemein.
Aber gut. Auch lustig. Auch echt, echt gut. Ja. Sehr, sehr stabil. Ja, super. Dann. Was hast du so an Themen der Woche? Junge, soll ich jetzt mein Handy von unten holen, Alter? Ich schwöre, ich hatte 2, 3 Schlagzeilen. Aber einer davon war. Hey, halt, aber, ey. Ja, Farid Bang und Kollege Disney jetzt bald Bushido, hurra. Das ist halt auch, haben wir ja schon vorher behandelt. Also scheiß was drauf. Na gut. Aber dafür hast du geile neue Musik mitgebracht. Hey, zum Beispiel. Hey, Unique. Cannabis. Und das ist nicht, ich weiß, was du jetzt denkst, Steiger. Du denkst jetzt wieder, oh, das ist so ein 420 Blazed-Hymne und ey Leute, man, chillt euch mal alle, Mann, wir rauchen hier unseren Stuff. Aber das geht. Sondern echt, sie ist so fresh wie Cannabis. Nein, der Song geht echt ein bisschen tiefer. Sie sagt dann auch so, ja. So grün wie Cannabis. Mutter Natur schickt ihr Post und die Pflanzen schreiben mit ihr ihre Songs und leben mit ihr ihre Kunst und vollfüllen ihre Bla. Und ich finde das eine sehr schöne Herangehensweise, einfach zu sagen, Leute, kommt mal runter von euren ganzen Arbiats. Das braucht doch keiner. Entspann dich ein bisschen, Leute. Guck mal, entspannt euch. Atmet, lasst los. Kleine wie hier Drogen Tüte. Und alles, aber wir sind trotzdem gechillte Leute, Mann. Was geht ab? Die wundersame Rap-Woche. Jetzt kommt das mit dem Krieg, Drogen und dann das mit den Frauen. Mit Maulien Steiger. Sie planen einen Coup. Oh, ich glaube, da kommt im Blut. Da kommt, glaube ich, einiges auf uns zu. Ich sag dir. Juliane, was hörst du außer aus dem Hause immer ready? Brav, das haben wir schon rausfinden können. Richtig, ist so hauptsächlich. Meckes? Ja? Ja. Letztens auch auf dem Konzert gewesen, war ja auch in Rostock. Trettmann momentan, neues Album, war ja auch in Rostock. Oh ja. Großartig, oder? Ja. Ja, darauf können sich ja echt viele alle einigen. Ey, ist halt auch, Trettmann ist halt das erste Album seit, ich glaube, dem ersten Casper-Album, was 6 Kronen bekommen hat, ne? In der Juice, habe ich. In der Juice, ja. Noch nicht gesehen. Ah. Also, das hätte ich auch nicht erwartet, dass die so sich so cool zeigen. Das ist auch nur so ein 10-Stück-Album, ha? Ja, da ist doch auch, also was willst du denn irgendwie mit 18 und dann noch 4 extra auf der Edition und dann noch 5 extra auf der. Oh, viel zu lang da. Und wer denn da alles gefeatured ist. Und wer denn da alles gefeatured ist. Da müsste man sich ja auch konzentrieren. Ja, ist ja auch wirklich einfach nur furchtbar. Ja, ja, verstehe. Aber ich habe auch wirklich, wirklich so eine Aversion entwickelt gegen zu lange Alben. Ja, na, aber hundertprozentig. Ja. Wirst du sehen, wenn ich mit 4 neuen Tracks um die Ecke komme. Alle denken, jetzt kommt was. Ja. Wie bist du auf Rap gekommen in Neubrandenburg? Liegt es nah? Also ich würde ja eher sagen Lanzer, Sturmfront oder wie die heißt. Och, ich glaube, das schätzt uns ein bisschen falsch ein. Ja, das sind Vorurteile. Nee, aber ich dachte, Neubrandenburg war relativ schnell erledigt, oder? Du bist doch da nur geboren und dann... Nee, bis ich 19 war, war ich da. Also Jugendzeit dann auch noch mitgenommen. Da fing das dann nachher mit 13, 14 mit Rap an. Ältere Freunde, wie es halt so ist, ne? Aber Rap ist schon weit verbreitet, ja? Ja, auch selbst bei uns in der Provinz da hinten. Ja. Definitiv. Nee, ey, Ratschlag an alle Künstler, also gerade die Konzerte in der Provinz gehen auch immer voll ab. Also es war auch eine damals sehr, sehr erfolgreiche Tour, als KZ die Städte abseits der Metropolen besucht haben. Ja, muss man Oliano Marvin fragen, er war ja auch da. Vor kurzem erst in Rostock. Rostock ist ja jetzt nicht so die abwegigste Stadt. Ja, ist aber auch selten, dass da mal wer vorbeikommt. Ich glaube, Brandenburg ist schon. Ist eigentlich nur Materia, der regelmäßig kommt, oder? Ja, der muss, ne? Der hat keine andere Wahl. Aber sonst, also ich finde, es ist schwierig. Es gibt wenig Konzerte. Das meiste ist dann wirklich Berlin, Hamburg, wenn man irgendwo hinfahren müsste. Zu den Künstlern, die man. Aber ehrlich gesagt, ist Rostock eine total hübsche Stadt. Ist auch schön, auch so. Aber für die meisten lohnt es halt nicht. Wenn man so guckt, wenn da vielleicht 80, 100 Leute sind. Will man echt? Da als gestandener Künstler auftreten? Kommen nur so wenige? Ja, also Trettmann ging. Ich glaube, es war 200 Leute schuppen, aber ich denke, es stellt sich auch was anderes vor auf Dauer, ne? Ah, ich glaube, der macht sowas, also ich kann mir vorstellen, dass der sowas zum Ausgleich auch immer ganz gerne macht. Also ich finde sowas ja... ich finde es auch schöner. Ja, einfach. Ja auf eine ich Art bei auch, meine, ne? Also ich bei meinen Live-Shows also, wünsche mir immer die kleinen Schuppen zurück. Auf den großen Lesebühnen, genau. Geh mal wieder lieber die kleine also Lesebühne. Diese kommen. O2 Arena, das mit einer Lesung füllen, ist auch echt schwierig. Nee, aber sehe ich. Ich kriege auch oft so Leute, die sagen, ja, komm doch mal nach Kiel, komm doch mal nach Saarbrücken, was denn in Saarbrücken eigentlich? Kommst du nie noch nach Saarbrücken, was denn los? Ja, aber in Saarbrücken ist auch, ja. Wie heißt denn den Maskierten? Da. Genetic. Tja, diese Local Representer, da wird nicht viel anderes zugelassen. Ja. Der nächste Künstler spielt wahrscheinlich niemals in größeren Schuppen als in 200
Leute, Schuppen, Destroy Degenhardt. Hast du auch schon zweimal mitgebracht, glaube ich. Immer mal wieder bringe ich den, aber ich glaube, letztes Mal durfte ich ihn nicht spielen. Deshalb habe ich heute seinen... Wieder einen Rausschmeißkandidat, wenn die Sendung zu lang wird. Der aber stimmt. Nicht böse nehmen einfach. Das ist aber heute kommt sein Album raus und hätten wir die heute Rubrik... Muss. Hätten wir die Rubrik noch, das Album der Woche. Du hast sie übrigens gefüllt. Natürlich, du nicht? Nee. Ich habe mir da jetzt keine Gedanken mehr drüber gemacht, weil ich die Rubrik einfach doof finde. Ich dachte, dass du Album der Woche nicht auflistest. Das ist so ein weiteres Indiz dafür, dass der geheime Gast heute Vasel ist oder so, der dann sein Album mitbringt. Das wäre natürlich. Aber es war nur Jule und Jule hat nicht mal ein neues Album am Start, Alter. Was ist hier eigentlich, was ist hier eigentlich los? Gut, aber Degenhardt hat heute sein Album veröffentlicht, das Handbuch des Giftmischers, und daraus spiele ich Eine Nacht. Cooler Titel. Für niemand. Ist auch ein cooler Künstler. Hey, muss danke. Man wirklich mal, kann man sich anhören, ist auch wieder so ein Album, das man nicht in Gesellschaft hören möchte, wie die Audio 88 und Jessin Sachen. Aber ein ähnlich nahrhafter Künstler, der einem dann immer wieder doch so Seelen Futter anreicht mit seinen Sprachbildern und Sätzen, die er so von sich gibt. Ey, Jessin, die haben schon wieder über euch geredet in dem Blog. Ey, Steiger, der lässt echt kein gutes Wort über euch zu. Das ist echt, ey. Ihr sagt, das kann man nicht in Gesellschaft hören. Das stimmt doch gar nicht. Partykirche zum Beispiel. Einfach Abgeher vor dem Herrn. Okay, ich nehme alles zurück. Hört das in Gesellschaft? Das Handbuch des Giftmischers. Es ist ein richtiger Partycrasher. Abgehen, tanzen. Ideal. Hörst du jetzt schon beim Intro, ja, oder? Ey, das möchte man so in Gesellschaft von tausenden von Leuten hören. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Prima Show. Ah, wir hatten eigentlich immer eine Absprache mit Steiger. Ich habe gesagt, ey Steiger, wenn wir das hier zusammen machen, das war noch ganz, ganz am Anfang, vor der allerersten Show, ich habe gesagt, Steiger, unter einer Bedingung bin ich mit an Bord. Lass uns hier bitte keine Tracks von mir spielen, weil wenn wir mit diesem Podcast diesen verdammten Fame uns jetzt abholen, dann bitte lass meine Musik trotzdem noch ein bisschen unterm Radar fliegen. Ich will das nicht in dieser breiten Öffentlichkeit stattfinden. Lass uns bitte so tun, als wäre ich einfach nur ein verdammt guter Talkmaster. Einfach nur ein kleiner Podcaster, der hier seine Runden dreht mit dir. Und dann kommt Jule ins Studio und hat einen Song von mir mitgebracht. Rechtfertige dich bitte. Das auch noch. Also... Wenn ich schon hier bin, muss ich mir das wünschen. Steiger, von hier haben wir ja schon Musik gehört. Ich glaube, gerechtigkeitshalber ist Mauli jetzt auch mal dran. Ja, was gibt dir die Musik von Mauli? Ist für mich Musik zum Abschalten. Wenn ich nach Hause komme, ist das Erste, was ich meistens höre. Entweder Marvin-Album, Mauli-Album, Fahrt aufs Neue. Oh, ich Zeit. Auch. Wenn er uns jetzt schon die ganze Zeit immer triggert, dass er Musik macht und im Urlaub war. Bezahlt und Zeit. Bezahlt und mit Gras. Ey, ich war die ganze letzte Woche. Du bist begeistert von deinem Album? Ey, ich war die ganze letzte Woche im Studio. Gibt es da jemanden, der dich auch mal wieder runterholt so, nee. Und sagt, ey, ja, du, puh, ja, an dieser Stelle, puh, vielleicht gerade erste Strophe vielleicht geil. Du vielleicht. Erste Strophe geil, Hook auch gut. An der ersten Strophe würde ich nur ein bisschen was ändern. Die Hook würde ich komplett austauschen. Ja, das Gute ist, ich zeig das ja nur so Ja-Sager-Freunden, wo ich weiß, okay, die fallen eh alles unnormal weg. Und dann sag ich so, ey, guck mal, was ich gerade gemacht habe. Und die so, oh, Digga, krass, da war es noch nie. Und ich so, ich weiß. Und glaub mir, das wird noch krasser. Kennst du Ice Cube, wie er das gemacht hat, wenn der aufgenommen hat? Und der hat einen Part vorgespielt seinen Kumpels. Und wenn die nicht innerhalb von einer Sekunde reagiert haben, hat er es sofort gelöscht. Hey, wie war's? Okay, weg. Krasse Nummer. Und das mit der Vierspur, das kriegst du nicht wieder gebackup. Nee. Ich habe nur mal einen sehr geilen Trick von Ice Cube gehört. Der hat mir Morten erzählt, dass wenn Ice Cube bei einer Live-Show irgendwie verkackt, dann macht er so, zeigt so aufs Mikrofon und zeigt auf den Sound und sagt, ey, was? Mach mein Mikrofon wieder an, was ist denn los? Den merke ich mir. Ja? Für den Fall, dass ich mal einen meiner legendären neuen Tracks irgendwo verkacken werde. Mann. Boah, ist ey, Mann, ey, so dieser krass. Trick, den du mir neulich verraten hast mit diesem, was habe ich gesagt? Hab ich doch gemeint? Was hab ich gesagt? Oder? Perfekt, wirklich. So. Schon den einen oder anderen Mittagsklatsch gerettet, oder? Ja, auf jeden Fall. Hey, Marvin. Ach, nee, wie heißt er? Martin, habe ich doch gesagt. Ja, nee, war... Was? Nee, abgenommen. Was habe ich da zugenommen? Nee, abgenommen. Hab ich so gesagt. Was, ich habe zugenommen gesagt? Natürlich abgenommen. Was zugenommen? Natürlich. Nein. Auf jeden Fall. Ach nee, Gott. Aber wenn jemand zugenommen hat, sage ich mal, ey, bist stärker geworden, oder? Gehst trainieren? Ey, gehst trainieren? Also, bist Boss-Transformation, stabil, oder? Auf jeden Fall. Ey, krass. Gut. Ja, Mauli und ewig.
Ja? Ja. Was geht's in dem Track? Nie gehört. Ach, scheiß Rapper. Dann hör jetzt ganz genau zu. Hör genau aufs Intro und aufs Outro. Du wirst am meisten erfahren. Ist auch wieder so mit so Geigen und so. Ja, das kannst du nicht. Das ist eine Stimme von Vanya Janeva übrigens, die mit Crow auf Tour mal geht. Boah, ah, bei mir ja. Zuerst. Geschichten aus der Werkstatt. Aus der Künstlerwerkstatt. Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Und Jusel 89 aus Rostock. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Ja. Ah, wir fermentieren jetzt hier schon einen weg, oder? Fernschimmeln. Weil, ey, ich chill nicht am selben Ort, sondern weit weg von den üblichen Orten, wo ich sonst anzutreffen bin. Fernschimmeln. Ich fernschimmel halt einfach ein bisschen. Ganz normal, Alter. Ey, ahnst du das auch so sehr wie ich? Digga, ahn mal eigentlich auch, muss man dazu sagen. Ja. Bring Hamburg wieder auf die Karte. So, jetzt aber mal hier Schluss mit diesem ganzen Quatsch, oder? Genau. Warum genau haben wir kein Album der Woche mehr, Steiger? Was findest du daran zu langweilig? Ach, irgendwie war das immer so ein bisschen auf Krampf. Und ich meine, wir stellen ja sowieso die ganze Zeit neue Musik vor. Und unter anderem jetzt auch das neue Album von Basel. Wie heißt es nochmal? Hitman, genau. Der. Ich bin nicht ganz sicher, ob wegen diesem Computerspiel oder vielleicht, weil er einfach der Typ mit den Hits ist. Dann weiß ich nicht, was das Konzept ist. Ja, wahrscheinlich, das ist doppeldeutig gemeint. Oh, vielleicht Hitman, sogar beides. Aber du weißt, was Hitman für ein Berufszweig ist. Bitte erzählen Sie, erklären Sie. Also die Käsekreiner wird auch gerne als Einträger. Hitman bezeichnet. Nee, erzähl. Nee, der Hitman ist der Mörder, der Auftragskiller. Ah. Das ist ein Hitman. Ja, cool, auch gut. Ja. Deswegen ist dieses Spiel auch so. Ich habe so Spiele, wo geschossen wird. Also okay, GTA wird auch viel geschossen, aber so diese Ego-Shooter-Dinger sind nicht dein Ding. War nicht meins. Nie. Computerspiele insgesamt sind nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Ist auch nicht mehr so. Naja. Kann man sich nicht ausreichend bewegen. Steckst du nicht drin, ne? Na, ich bin eher der Typ für die 3D-Brille. Hast du die Saturn-Werbung gesehen? Habt ihr die Saturn-Werbung gesehen? Nee. Wie sie, Opa? Wie sie im alten demenzkranken Opa die 3D-Brille aufsetzt und irgendwelche Bilder aus der Vergangenheit oder irgendwelche Super-8-Filme irgendwie so konvertiert hat. Der ist klar. Der das dann so in dieser 3D-Brille sieht und nicht dann voll abgeht. Nee, mir ist nur mal aufgefallen, dass man so, wenn man noch so ein bisschen Müll in den Taschen hat, dann kann man den ganz gut auf so Leuten ablegen, die gerade so Virtual Reality machen, weil die halt nichts mitkriegen. So. Ich glaube, wenn sich das durchsetzt, dieses Virtual Reality oder dass dann jeder sowas hat oder dass immer mehr Spiele dafür rauskommen und so weiter, ich glaube, das wird eine ganz, ganz eigenartige Realität. Das wird übrigens ja benutzt für narkosefreie Operationen. Ja, weil der wird rum experimentiert, ja, dass wenn du deine Lieblingsserien siehst oder also Virtual Reality und diese Brillen aufmachst und so weiter, dann kannst du halt geöffnet wird. Ja, oder wird halt dann können Zahntransplantationen. Narkose oder Netflix? Narkosefrei. Krass. Nicht schlecht. Wie wird sich das auswirken auf den Erzieheralltag? Das wird hier alle mal die 3D-Brille auf. Komm. Hey. Heute ist Wandertag. Heute gehen wir in die Achterbahn. Brauchen wir nicht mehr in den Wald, ne? Krass. Brille auf, fertig. Bisschen so Geruchsbeutel vor die Nase hängen. Ist in der Nähe von Rostock nicht dieser Hansepark in Lübeck oder so, ne? Dachte, da gibt es so einen ganz verrückten Park. Hansepark ist in Lübeck. Hansedom haben wir, ist aber... Ah, das ist ein Schwimmbad, ne? Ihr habt so eine komische, so ein riesiges Wellness. Das ist der Hansedom. Der hat doch so eine Speedrutsche und dann noch so eine, die ganz steil geht. Genau, ist aber nicht in Rostock. In Warnemünde auf eine Art. Deswegen, wir haben ja das Meer, das reicht uns. Ja, perfekt, war ich schon mal schwimmen drin im November oder Januar. Wirklich? Ja. Mit Feine Sahne Fischfilet, da war es richtig kalt, es war richtig kalt. Aber hat dir auch richtig was gegeben, oder? Aber wie immer nackt. Ja, nackt klar. Und rein. Wie im Splash-Recap. Yeah. Gut, ey, Album der Woche, Basel. Mit Hitman und dem Track Give Up. Warum Give Up? Warum hast du den mitgebracht? Ich dachte eigentlich, wenn ich den nicht mitbringe, dann bringst du ihn spätestens mit. Aber du wolltest Räuber und Gendarm spielen, was wir hier auch nochmal erwähnen können. Find aber Give Up den deutlich stärkeren Track. Ich glaube, er behandelt dieses Thema Umverteilung und Enteignung so ein bisschen auf seine Art. Auf eine Art. Aber ich glaube, ihr könnt das sehr gut zusammenfinden bei diesem Track. Ich glaube, du solltest dir den mal jetzt in voller Länge anhören und dann einfach mit ihm auch ein bisschen drüber quatschen später. Auf der Release-Party, oder? Sehen wir uns, oder? Damit du da noch nach 5 Minuten reingrätschst und sagst, hey, lass mal über was anderes reden als über Politik.
kommt das mit dem Krieg, Drogen und dann das mit den Frauen. Mit Mauli und Steiger. Ja, ob wir da jetzt zusammenkommen, ja, aber ist schon mal eine gute Voraussetzung irgendwie. Ich will zu sagen, und gib mal ab, wir wollen zu sagen, ist natürlich deutlich besser. Gut, das wäre der nächste Punkt. Aber alles ja ganz für alle in Ruhe bei seiner, und nichts für uns. Könnt ihr ganz in Ruhe bei seiner Release-Party besprechen. Auf jeden Fall. Du bist ja nicht da, du wirst nicht da sein, oder? Ey, natürlich bin ich da, man. Zeig mir eine Party, auf der ich, nicht rumhüpfe und mein Gesicht in die Kamera halte, Junge. Das ist ja wohl. Willst du was Geld, mach dich selten. Aber ich finde es ganz gut. So ähnlich habe ich das auch immer gehalten, aber allerdings ist es nie jemandem aufgefallen. Deine Insta-Story auch, ich muss sagen, wirklich die letzten Tage gut vernachlässigt. Steiger. Insta ist nicht so mein Ding, hä? Ich bin nicht on the gram. Aber komm noch. Werde ich machen. Lass dir Zeit. So, wenn alle Virtual Reality haben, dann wird das noch was wert sein. Weißt du, auch mal den Alltag von einem Industriekletterer so mitzuerleben. Aber aus seiner Sicht. Wäre das. Manchmal habe ich so eine wirklich körperliche Aversion dagegen. Also, so da sperrt sich in meinem Herzen, in meinem Rücken, sperrt sich alles. Irgendwie, das jetzt auch noch machen zu müssen. Das ist, als ob alle fünf Minuten Jakob nimmt die rum und sagt, komm, wollen wir einen Teaser drehen? Und dann drehst du ihn einfach selber mit deinem Handy die ganze Zeit. Komm, mach mal noch einen Teaser für Rap.de. Komm, mach mal noch einen. Machst du das? Bist du da unterwegs? Auf Teaser-Gram. Ja, ab und zu filme ich was, aber halt mit dieser Brille, damit man das so sieht, was ich gerade mache. Und nicht, damit ich nicht mich so selber... Weil ich find an diesem ausgestreckten Arm so verhungert so ganz, ganz viel Situationskomik und ganz viel Spaß und ganz viel... Erlebnisse, ganz viele Erlebnisse. Hm. Glaube ich, das ist. Folgst du ihm auf Instagram? Klar. Ja? Mhm. Und ist schon cool, oder? Wenn man dann so aus dieser. Man kann dann auch so sein Handy. Nee, bei Instagram kann man nicht rumdrehen. Bei Snapchat kann man so rumdrehen. Ja, die letzten Videos waren cool. Ne? Ein bisschen selbstgebastelte. Was macht er da? Arschrutschen da im Schnee runter. Tja, durch den Gletscher in runter. In Österreich! Runtergescheppert, ja, der kann man das machen. Das war nix für mich. Ja? Diese schwarze Piste. Gab's da Internet oben auf dem Berg? Klar. Echt? Überall. Ja. Wegen den Bergsteigern, damit man letzte Grüße absenden kann, bevor die Lawine runtergeht. Das stelle ich mir immer so tragisch vor. Was? Es gab doch diesen Mount Everest-Film, wo der Typ dann seine Frau angerufen hat und so, es geht jetzt. Die Lawine und kommt. Nee, der ist halt festgesteckt und er konnte sich einfach nicht mehr bewegen und er weiß, er wird erfrieren und. Dann hat er seine Frau nochmal angerufen. Das stelle ich mir total tragisch vor. Das ist ja eklig. Oh, ich bin kurz traurig geworden. Ey, bitte erzähl mir irgendwas Schönes. Hm? Rap-Kreation. Ich hab das ist jetzt auch nicht der... Das Einzige, was ich mir bei diesem Track jetzt gedacht habe, Rap-Kreation hier aus dem Viertel, deshalb spiele ich die auch immer wieder gerne und pushe die nach vorne, haben drüben in der Mercedes-Benz-Arena gedreht, oben auf dem Dach und dann stehen die da auch so auf diesen riesigen Mercedes-Benz-Schriftzug, stehen die so ein bisschen rum und dachte, geil, coole Aktion, irgendwie so da heimlich hochgeklettert. Und dann gibt es aber auch noch einen Shot, wie sie innen in der Arena stehen und da auch irgendwas machen dürfen. Und am Ende steht, oh, danke nochmal für die Mercedes-Benz Arena, für die Unterstützung. Danke für die Unterstützung. Ja, schade. War anscheinend keine illegale Aktion, sondern abgeklärt, aber nichtsdestotrotz auch tolle Bilder und guter Track, Ich und Er. Das Einzige, was mich daran gestört hat, ich würde natürlich bei jedem Ich und Er, würde ich sagen, oder Ich und mein Homie, Ich und mein Bruder, hey, mein Homie und ich, mein Bruder und ich. Aber es reimt sich ja dann immer nur ist mir scheißegal. Der, weißt du, als Erziehungsberechtigter. Nee, ist schon richtig. Der deutschen Rap-Szene. Möchte ich halt immer darauf hinweisen, ey, andersherum. Sag's andersherum. Ja? Mauli und ich. Und Juli und ich. Hier in dieser Sendung. Ich und Er. Rap-Kreation. Schon wieder so ein trauriger. Irgendwie nee, sind der baut sich auf. Das wird gleich. Das stimmt. Neißenstein. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Prima Show! Ja. Hört auf, wie er anfängt. Auch ein wiederkehrendes Motiv in dem Track wahrscheinlich. Ja, nee, die haben so eine Fugenkomposition gemacht, weißt du, so mit Fuge, Antifuge und. Direkt gecheckt.
Mal alles rum. Oder? Einfach mal so alles rumgedreht. Komm, wir müssen ein bisschen schneller machen. Du hast hier wahrscheinlich wieder irgendwelche Briten mitgebracht, ja, oder? Crapton Conan, hast du auch schon mal gespielt, oder? Glaube ich schon ein, zwei Mal gespielt, aber ganz am Anfang nur. Ey, Julian, hattest du eigentlich mal das Gefühl, dass wir so Musiktipps irgendwie gebracht haben, wo du dachtest, ey Mensch, das höre ich mir jetzt öfters an, nicht nur in dieser Sendung und lass jetzt nicht nur 3 Minuten über mich ergehen, sondern eigentlich auch eine gute Idee, so einen Track mal zu spielen. Selten. Bin ich aber ein bisschen voreingenommen. Fuck. Wie, Destroy Degenhardt wird nicht auf deine Playlist landen? Nee. Warum nicht? Bin mehr bei deutschen Hip-Hop. Ja, das Destroy Degenhardt ist deutscher Hip-Hop. Ja, aber es ist nicht so. Ich habe meine festgefahrenen Schienen, war schon immer so. Ich höre das, was ich meist immer höre. Wirklich? Ja. Ja, aber wie bist du denn darauf gekommen? Also ich meine, das muss ja, weißt du, irgendwann mal musst du das auch entdeckt haben. Ja, aber das sind so Sachen, das muss einfach im Moment passen. Also, du hattest so lange nicht dieses Raf Camora-Gefühl bei irgendeinem Künstler, dass du dachtest, hey Mann, jetzt ziehe ich mir seine Diskografie rein. Nee, ist wirklich selten, dass ich mir wirklich alles dann reinziehe. Es sind vielleicht mal 1, 2 Tracks von irgendwem, wo ich dann sage, okay, gebe ich mir jetzt mal eine Weile, aber wirklich alle Alben wie bei Raff ist. Also, britischer Rap ist auf jeden Fall sofort raus, weil britisch. Nein, ist nicht sofort raus, aber ist mir lieber auf Deutsch alles zu hören. Kann ich ein bisschen mehr entspannen, muss mich nicht so anstrengen beim Zuhören. Hm. Gehst du manchmal auf Rap Genius? Selten. Na? So vielleicht, wenn ich mal ein paar Zeilen brauche, ne? Für Instagram und ein Bild. Oh, für ein neues Tattoo. Einfach mal kopiert. Nee. Halt. Nee, sorry. Kopierst du auch die tut mir leid. Kopierst du auch die Bedeutung oder nur die Zeile an sich? Nur die Zeile an sich. Das wäre ein krasser Move eigentlich, so die Bedeutung von der Zeile von Rap Genius Group zu kopieren und als Bildunterschrift. Aber hey, man kann jetzt auch nicht hier alles abgeben. Ah. Muss man vielleicht auch selber in die Hand nehmen. So, wir haben Crapton Conan habe ich mitgemacht, genau, die, ich weiß auch nicht, ne, ich mochte das erste Tape von denen so sehr, dass ich irgendwie mir seitdem reinziehe, was die machen, und die haben jetzt irgendwie dann so in Amerika irgendeinen Deal bekommen und dann haben die so ganz, ganz komischen Ami-Rap gemacht und jetzt aber wieder so ein Feature mit Stormzy und da klingt das wieder so ein bisschen, dass ich mir denke, ja, so doch bitte vielleicht mehr. Du bist auch so ein Typ, so, früher war alles besser, ne? Nein, entschuldige mal, aber... So, Ami-Rap gibt es doch auch wirklich mehr als genug. Da müssen doch nicht die Briten, die da so ein bisschen was Eigenes haben, die müssen doch nicht auch noch rauf, oder wie sehe ich das, Alter? Brexit forever. Bitte. Die wundersame Rap-Woche. Jetzt kommt das mit dem Krieg, Drogen und dann das mit den Frauen. Mit Mauli und Steiger. Ja, einfach mal nicht so viel reden, ne? Wird man auch nicht so schnell verhaftet. Das ist einfach ein guter Akzent auch. Machen auch nicht so viele Leute... Auge, wenn man nicht so viel redet. Oh, Roos hat eine Rolex geschenkt bekommen, als du das mit dem Auge gerade gesagt hast. Weißt du, von wem er das Geschenk von bekommen Bones. Hat? Bones. Nein. Von du, weißt du es? Sinan G. Nee. Von Raff. Nee, Flissy. Ach was. Oh. Ja. Ja gut. Ich habe die ganze Zeit beim Zitateraten nach Bestechungslines gesucht. Irgendwie so wollte das irgendwie so, dass der aserbaidschanische Ministerpräsident irgendwie europäische Politiker schmiert und das dann mit dieser Roos-Flair-Meldung irgendwie kombinieren. Oh, aber es hat leider überhaupt nichts gepasst. Ich finde, diesen Gedanken von dir zu hören, finde ich schon viel, viel mehr wert, als das nachher im Zitat so auf traurige Weise mir erklären zu lassen. Fände ich gerade so viel besser. Und Roos hat dann auch gesagt, so, ja, die Rolex, die trage ich so oft, weil dann so viele Leute Auge machen. Und deshalb ist mir das gerade eingefallen. Tja. Ja. Ist was dran. Hey, aber wenn ich mal in der Lage bin, auch Rolex verschenken zu dürfen, dann mache ich mir auch Freunde unter den deutschen Rap-Journalisten. Das ist gut. Das ist auch wichtig. Ja, das ist auch fürs eigene persönliche Fortkommen. Ich hätte ja mal als, auch ich bin empfänglich übrigens für neue Chronometer, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Also hätte mal vielleicht eher, weiß ich nicht. Also Roos, ist das der erste Kontakt, den man da eine schenkt? Hätte ich mal Till Lindemann oder so eine geschenkt, dass ich ein bisschen... Ja, dass ich mal ein paar T-Shirts verkaufen darf. Rammstein-Sachen drucken darf oder so. Ja. Aber gut. Na gut. Naja gut, aber vielleicht wollte er sich auch bedanken dafür, dass Roos immer ein korrekter Interviewpartner war, nie störende Fragen gestellt hat, nie über Politik gesprochen hat, immer gleich so drauf war wie Mauli. Einfach gut. Einfach flippig. Einfach entspannt. Ja. Flippiger junger Typ. Mann, Roos, einfach entspannte, nette Interviews. Ich denke auch, er hat gemerkt,
so, das wird dem keiner bei hiphop.de zurückgeben, was er da an Arbeit reinsteckt. Dass er da dann auf der Bahnfahrt dahin zum Interview schneidet er das und dann da und dann ist er jetzt der Korrespondent in Berlin für alle Hip-Hop-Interviews in Berlin und so. Das wer soll? Flair oder was? Nee, Roos, der wohnt in Friedrichshain. Wirklich? Ja. Ach, der wohnt in Berlin? Mhm. Seit wann denn das? Seit bei Yoshimitsu in einer WG was frei geworden ist, glaube ich. Ja, das weiß ich nicht, okay, das kann ich nicht bestätigen. Very interesting. Er wohnt auf jeden Fall irgendwo da in dieser in Frankfurter Tor-Ecke. Naja, da wo man halt wohnt als Hipster. Naja, hin oder her. Jedenfalls finde ich gut, dass Flair das mal in die Hand genommen hat. Das finde ich auch gut. Weil, also wie gesagt, also wir wissen beide, Toxic hat auch, ihm auch schon seit Weile längerer Zeit trage ich keine Uhr, deshalb immer zu spät. Wenn ihr das verhindern wollt, steiger@royalbunker.de. Rolex für alle, sage ich ja auch. Beste Uhr der Welt. Brauchen wir nur eine. Tja. Hm. Wurden bestimmt auch schon genug produziert, dass jeder auf der Welt eine haben könnte. Ein oder? Leben lang, ja. Bestimmt. Wusstet ihr, dass 90% aller Land Rover noch in Betrieb sind? Nee. Ja. Das finde ich ein krass langlebiges Auto. Wie was? 90% aller, die jemals hergestellt wurden? Genau. Das weil die einfach ewig halten. Das ist halt echt nicht schlecht. Ja. So sollte man die Dinge bauen, dass sie einfach ewig halten. Was glaubst du, warum diese ganzen Adligen die ganze Zeit Lodenmäntel tragen? Weil das halt auch nie kaputt geht. Was sind Lodenmäntel? Und das ist so gewalkter Filz. Irgendwie so. Oh, wahnsinnig stabil. Mit Mers am Kragen? Ja, der König da. Der König von denen da, diese Adligen. In diesen Parallelgesellschaften. Oh. Naja. Von egal. Ey, das hast du nicht mitgemacht. Das hat wahrscheinlich Jule mitgemacht, oder? Genau. Zettmann? Und Jesus. Knöcheltief. Ja, früher war alles scheiße, aber jetzt ist alles gut. So sieht's aus. Wiederkehrender Tophaus. Warst du schon mal auf den Westindischen Inseln? Nein. Würdest du gerne hin? Ja. Yo, why not? Aber nur mit 180 im Straßenbahn. Wenn nach Jamaika, dann nur mit uns. Nee. Oder mit Jamaika Özdemir. Geht auch ohne Bones. Definitiv. Ja. Aber mit Tretti. Ja. Kennst du Tretti? Hast du mit ihm gesprochen? Nee, war leider schon nach dem Konzert direkt weg. Ja. Ja. Der chillt auch nicht so gerne im Club. Nee, schien auch nicht so. Er ist von der Bühne runter und weg war er. Als ich nachgefragt habe, ob er noch da ist, haben sie gesagt, der ist schon lange losgefahren. Gleich in den Hotelflur zum Pur raus. Der hat ja auch in seiner, ich glaube, der ist ja direkt die Woche nach seinem Album auf Tour gegangen. Der hat ja noch währenddessen Boxen verschenkt und so, war ja ganz self-made bei ihm. Nee. Der ist ja mit einem Haufen an Boxen rumgefahren, hat ja noch Tretti und Schletti machen von unterwegs das Game. Losgeschickt. Ja. Wer ist Schletti? Was? Wer? Schletti. Ist, der Thomas Schlett aus Chemnitz. Hey, na, wenn du das Splash sagst. Splash Manager. Na dann los. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit Mauli und Steiger. Zitate raten. Jüssel, du als Fan in der ersten Stunde, was ist deine Lieblingsrubrik? Schon Zitate raten. Wirklich? Ja. Echt? Seitdem krass, Mauli Alter. Auch verstanden hat, wie es funktioniert. Ich hätte nicht gedacht, dass sich noch wer da freut. Ne? Also ich freue mich schon auch jedes Mal und ich gebe mir auch immer wirklich, wirklich Mühe. Du hast gemerkt, wie ich habe wirklich, glaube ich, anderthalb Stunden rumgesucht an dieser Bestechungsskandal-Geschichte. Oh fuck. Stößt schon auf was. Ja gut, aber dann kommen wir ja auch von Hundertsten ins Tausende und dann liest man doch die nächste Bento-Geschichte. Ich habe meinen Mann betrogen. Bento. Habe ein schlechtes Gewissen oder so. 7 Gründe, warum du kein schlechtes Gewissen haben musst. Ey, was anderes. Ey, was ist denn Adam sucht Eva? Da bin ich nämlich auch drauf gestoßen. Das Adam sucht Eva. Ich habe das vor 3 Jahren, hat das glaube ich angefangen, oder ich glaube vor 4 Jahren nackte schon. Nackte Prominente. Ist mit Prominenten jetzt schon soweit? Nein. Na, irgendwie die Tochter von Roberto Blanco ist, dabei. Ist doch nicht prominent. Naja, gut. Entschuldige mal. Aber halt Leute, die in der RTL2-Kartei irgendwo rumschwören, so im Archiv. Das ist irgendwie, da sind zwei Leute, kommen nackt auf eine Insel und dann lernen die sich kennen. Und dann so, hey Mann, wir sind hier wie in der Steinzeit, Alter. Was wären jetzt eigentlich, wenn wir jetzt hier die ersten Menschen wären? Würden wir dann jetzt zusammen oder wartest du lieber auf den nächsten Kandidaten? Dann kommt der nächste Kandidat. Hey, der hat ja einen viel größeren. Ja, korrekt. Dann lass uns mal hier ein bisschen quatschen und so. Das ist einfach halt nur, boah, nackte Leute. Na gut, dann bleibe ich halt dran. Na gut. Und dann machen die da gar sieht nichts. Sieht man da auch wirklich alles? Ja, da gibt es Kamerapositionen, da sieht man alles. Gibt es welche, da sieht man nicht alles. Das wird schon. Und was ist bei Erektion? Da wird eiskalt aufgehalten. Keine Ahnung. Seit 2 Jahren kein Fernsehen geguckt. Dass Erektion tatsächlich als Pornografie gilt. Oha.
Die Frauen, sind die rasiert oder tragen die so Lendenschurz? Ey, du überfragst mich da. Ich habe mir davon nur die erste Folge reingesehen. Da hast du gesagt, was, die gar nicht die ganze Zeit nackt? Die haben keinen Sex, was soll diese Scheiße? Was, die labern doch überhaupt nur rein. Ist ja wie ein französischer Spielfilm. Nee, die labern doch nur. Ich hab nur die Werbung davon gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie das im Speziellen abläuft. Guckst du Fernsehen? Selten. Und sowas schon gar nicht. Sowas nicht? Nee. Na gut. Ich dachte. Ich dachte. Soll ich anfangen? Vielleicht habe ich heute ein paar mehr, weil ich nur so kurze Twitter-Posts immer habe von Leuten, die du garantiert nicht einordnen kannst. Geil. Hey Leute, wo kauft man denn heutzutage eigentlich Kicks online? Und komm mir jetzt bitte nicht mit Kleiderkreise und Spock-Tipps. Hat das gesagt? Falk. Flair, Prinz Pi oder Casper? Nee, ernsthaft? Die fragen das? Ja. Einer von denen? Ja. Lies nochmal vor. Hey Leute, wo kauft man denn heutzutage Kicks online? Kommen wir jetzt bitte nicht mit Kleiderkreise und Spock-Tipps. Spock ist die Flohmarkt-App übrigens. Keine Ahnung, aber es klingt nach Prinz Pi. Es ist Casper. Ernsthaft? Ja, geil. Er kauft geil. Kicks online. Geil. Ihr wisst es. Okay, du? Der Song ist richtig geil geschrieben. Es passt einfach alles perfekt zusammen. Auch das Video. Es hat so viele nice Ebenen. Es ist real. Es offenbart einem eine Welt, in die man gar keinen Einblick hatte. Das funktioniert auf allen Ebenen. Hat das klingt gesagt. Nach Reaction-Video. Brother Nate. Nee, warte mal. Hat das Craig Ignatz über Where the Hood At von DMX gesagt? Craig Ignatz über Hungrig und Stur von Haftbefehl? Oder Craig Ignatz über Trauer? Beton von Trettmann. Ich habe das gelesen in dieser 20 Jahre Juice, die hier letzte Woche von dir rumlag. Und zwar hat er es gesagt über grauer Beton. Tut mir leid, dass ich es so unlustig machen muss. Aber es war grauer Beton. Aber du willst ja auch gewinnen. Aber es geht ja auch um was, weißt du? Es ist ja hier nicht nur Ehre oder so ein Scheiß. Ist ja auch, wir zählen ja eigentlich. Marc führt Strichliste. Ja. Sehr gut. Also, du hast recht. Du hast recht. Hallo Berlin, hat jemand vielleicht eine mobile Beamer-Leinwand, die man ab jetzt, in Klammern Freitag 9.30 Uhr, verleihen kann? Selçuk Erdogan, Manager von von zugezogen Maskulin. Sagt er das Ben Salomo, Yesin von Audio 65 und Yesin oder P-Zack, Rapper Mittwoch-Legende und deutscher Eminem? Fresh Polacca. Der war nicht dabei. Wir brauchen eine Beamer-Leinwand. Eine Beamer-Leinwand braucht vielleicht, sag du, Ben Salomo. Hätte ich auch gesagt. Es war Yesin. Echt? Und ich vermute, es ging um einen Auftritt. Ja, tatsächlich. Okay. Das habe ich nicht recherchiert. 2:0 für dich. Hey, wow. 3:0. Wir haben da keine Nostalgie am Laufen. Wir sind einfach froh, dass wir das jetzt wieder machen dürfen. Wir sind bestens aufgestellt. Von meinem Gefühl her sind wir jetzt sogar besser als je zuvor. Hat das gesagt. 5-Sterne-Deluxe. 100%ig. FDP-Chef Christian Lindner über den Wiedereinzug seiner Partei in den Deutschen Bundestag. Na, auch nicht schlecht. Das Bo über das Comeback von 5-Sterne-Deluxe. Ah! Oder Torchmann über das Comeback vom Comeback seines Labels 360-Grad-Records. Das wäre auch nur geil. Aber also Christian Lindner, wir haben da keine Nostalgie am Laufen. Wir sind einfach froh, dass wir das jetzt wieder machen dürfen. Ja, oder die Deutschen, dass sie wieder in den Krieg ziehen dürfen. Hey, wir sind einfach froh. Keine Nostalgie, Alter. Diesmal besser aufgestellt denn je. Gerhard Schröder zum Kampfeinsatz der deutschen Bundeswehr im Kosovo. Ja, wir sind einfach froh, dass wir das jetzt wieder machen dürfen. Keine Nostalgie am Laufen. Die sollen da ihre Vergangenheit mit sich ausmachen. Ey, wer war's? Hast du auch gelesen in der 20 Jahre? Nee, hab ich natürlich nicht gelesen, aber ey. Das war wirklich das Buch. Das war doch so, aber in derselben Juice-Ausgabe. Ja, dachte ich mir. Hast du gut gemacht. Danke. 4:0 für dich. Hey, wow. So. An alle Lakritz-Hater, fickt euch doch einfach. So. Wer von den folgenden vier Menschen ist auch dabei? Ich möchte aber trotzdem noch weiter vorlesen. Wer von den folgenden vier Menschen ist Lakritze und ist damit wahrscheinlich der einzige Mensch der Welt, der Lakritze ist? El Guni, Prinz Pi, Fruchtmax oder Erdogan? Schade, ich hätte jetzt Materia gesagt, weil der auch so aus dem Norden kommt. Ist das so ein Nordding, Lakritze? Ja. Nicht unbedingt. So Dänemark und so, da isst man Lakritze. Wirklich? Ja, was wird das hergestellt? Aus Schuhcreme, oder? Nee, aus diesem... Das ist sehr witzig. Es kam ein bisschen verspätet bei mir an. Nee, das ist dieser, Mann, wie heißt denn das? Ich weiß, das ist Baumharz von so einer ganz ekligen Pflanze. Ich weiß.
Ich wollte nur trollen. Und in Dänemark, da gibt es so Lakritz, das so salzig ist und das so extra stark ist, dass man das hier wahrscheinlich in Deutschland noch geiler als salziges Popcorn oder wahrscheinlich gleich geil. Ja. Ja gut, nee. Und habt ihr eine Ahnung? El Goofy, Prinz Pi, Fruchtmarx, Erdogan. Fruchtmarx. Ich sag El Guni. El Guni ist richtig. Und damit haben wir einen Sieger im Kampf. Juli-Steiger. Ey, ich hab noch eins. Ja, bitte, ich habe auch noch welche. Mehr, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Doch. Mein Pakt ist nur mit Allah. Was könnt ihr mir denn schon bieten, was ich nicht schon längst habe? Ihr folgt doch nur dem Scheitern. Wir brauchen nur Brot und Wasser. Hat das gesagt Hassan K. oder Osama Bin Laden über den Westen? Da sind mehrere tausend Files aufgetaucht, die der CIA jetzt veröffentlicht hat. Oder hat es ein Kollege in einer Bewertung des westlichen Lifestyles gesagt? Aber habt ihr es mitgekriegt, Osama Bin Ladens Geheimarchiv, wo er so beschrieben hat, wie er mit 13 nach England gekommen ist und in den Westen gesehen hat? Nee. Alles aufgetaucht. So. Wer hat's gesagt? Ich würde es Hassan K. zuschreiben. Ich auch. Ey, 6-0. Du hast hier richtig abgeräumt. Durchmarschiert, Junge, durchmarschiert. Du hast richtig abgeräumt. Und weißt du was? Jawohl, du hast einen Punkt, oder? Ja. El Guni hast deswegen da gesagt. So, Zitat Nummer 6. Kriminell sein ist gut. Punkt. Jesus, Chefcat Bones. Jesus. Chefcat. Nein. Ja, was? Ach, nein, komm. Doch. Tja. Okay. Und er hat recht. Das ist richtig gut. Wahrscheinlich gemacht. Hat er recht. Wahrscheinlich das ist richtig gut recht gemacht. Hey, egal, wir müssen weitermachen. Ich habe einen französischen Rapper entdeckt, der ein bisschen aussieht wie David Guetta. Orelson. Und Basique heißt sein Video. Und das ist für mich auch der Videomoment der Woche gewesen. Ganz einfaches One-Take-Video. Er läuft durch ein Spalier von Leuten. Die Leute laufen auch immer an der Seite wieder vorbei. Also man sieht es auch, dass das jetzt nicht irgendwie 1 Million Statisten sind, aber irgendwie 100 schon. Und die machen dann immer so ein Spalier, bewerfen ihn mit Geld und verschiedene Sachen. Sehr kreativ, sehr schön gemacht, schwarz-weiß. Und am Ende sieht man dann, das ist auf so einer halbfertigen Brücke, es sieht auch sehr monumental aus. Wow. Orelson, Basique und sehr guter Track. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die schauen das an. Träum weiter. Das Traumtagebuch. Träum weiter. Jürgen, wie findest du Briefe oder Traumtagebuch? Traumtagebuch. Besser? Definitiv, ja. Echt? Ja. Ah, so unberechenbar, oder? Ja, ist immer ganz interessant. Das ist, was ihr so träumt. Junge. Das will ich manchmal gar nicht wissen. Da möchte man wirklich gar nicht im Kopf. Aha. Mein lieber Mauli, oh wow, jetzt ist es 20 Minuten vor Sendung und ich stelle gerade fest, dass ich heute dran bin, damit dir einen Traumbrief, was weiß ich auch immer, zu schreiben. Da ich zurzeit nicht so wahnsinnig viel von Rappern träume, sondern sehr viel davon, nackt in irgendwelchen Räumen zu stehen oder mich auf die Suche nach irgendwelchen Berühmtheiten zu begeben, die ich gerne zum Freund hätte und mir das peinlich ist und ich diese Erlebnisse nicht öffentlich breit treten möchte, verlege ich mich wieder aufs Briefeschreiben. Sorry, Jusel. Das Problem besteht meiner Meinung nach auch ein wenig darin, dass ich mich an deinen letzten Traum schon gar nicht mehr erinnern kann, weil es mit den Träumen eben so ist, dass sie ein flüchtiges Gewebe sind, das wie die Nebelschwaden über dem See an den Ufern der Realität brechen und einfach sich auflösen. Das habe ich schön gesagt, wie ich finde. Neulich war ich auf einer Veranstaltung, auf der sich mehrere politisch interessierte Menschen getroffen haben, um bei Cremant und Pasta über Politik zu sprechen. Ich finde solche Veranstaltungen wirklich interessant und auch, dass sich da mehrere Menschen vom Typ Hipster zusammensetzen, um wieder einmal über gesellschaftliche Entwicklungen zu sprechen. Menschen, die sich bis vor kurzem eher nur über die schwankenden Ketaminqualität im Kater Blau unterhalten hätten oder darüber, dass der Cremant-Preis hochgeht, nachdem jeder entdeckt hat, dass das Champagner ist, der halt nicht aus der Champagne kommt. Zum Glück bin ich alkoholfrei seit neuestem und nur noch an Yoga interessiert. Ach, Mauli. Das Tragische an diesen Veranstaltungen ist, dass man an diesen begeisterungsfähigen, motivierten, sehr willigen und auch ein wenig ratlosen jungen Menschen zurzeit nichts anbieten kann, wo sie ihre überschüssige Energie loswerden könnten, also keine Organisierung. Irgendwie sehen sie, dass da gerade alles irgendwie den Bach runtergeht, aber so eine echte Alternative will sich einfach nicht zeigen. Irgendwie haben alle den Wunsch, sich auch auf die eine oder andere Art mit denen zu verbünden, die als Unterschicht bezeichnet werden, aber weder finden sie da einen richtigen Zugang noch den Willen.
dieser Unterschicht, sich mit den anderen zu verbinden, und irgendwie läuft es dann doch nur auf die Verbesserung im Kleinen hinaus. Verändere dich selbst, sieh die Dinge positiv. Wenn du dich veränderst, dann veränderst du dich auch, dann veränderst du auch die Welt. Atme, lass los, Cannabis, mach Yoga. Und irgendwie erinnert mich das auch an unsere letzte Sendung, in der Chelo und Abdi saßen und ein interessantes Album gemacht haben mit Themen über Fremdheit, Migration, Identität, aber eben nicht darüber reden wollten, weil dazu eigentlich schon alles gesagt ist und sich doch nichts geändert hat. Zum Glück warst du dann da und hast mit deiner frechen Jugendlichkeit das Ruder herumgerissen und ein wenig Unbeschwertheit in diesen Negativ-Swagger gebracht. Einfach mal machen, wird schon, ist schon, wird bestimmt geil, das alles. Worauf man natürlich auch die Frage stellen könnte: Warum sich überhaupt mit so etwas wie Demokratie, Mitbestimmung, Selbstbestimmung, Gegenmacht von unten beschäftigen? Wird doch sowieso gut. Hat man eh keinen Einfluss drauf, und um die Leute in den Regierungen braucht man sich auch nicht kümmern. Irgendwie werden die das auch hinkriegen mit den großen Unternehmen, und am Ende werden auch die Leute nicht verhungern lassen, sondern vernünftig teilen, einen Teil ihres riesigen Vermögens umverteilen, und wir werden leben wie die Bienen in einem riesigen Bienenstock, arbeitsam, ein bisschen dumm, aber glücklich, mit viel Freizeit für Atmen, Loslassen, Lächeln und Yoga. Warum also permanent darauf herumreiten? Auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Ich mag Beef. In diesem Sinne, stay rude, stay rebel, dein Steiger. Sowas schreibst du 20 Minuten, bevor du abgeben musst, ja? 10. Nicht schlecht. einfach loslassen, einfach laufen lassen, atmen, schreiben, einfach mal raus. Finde ich schön, dass sowas aus dir rauskommt. Einfach raus. Ja, hey, so viel von mir heute. Vielleicht träumst du nächste Woche auch. Wir lassen uns überraschen. Es wird, es ist. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Kategorie. Wir haben keine Zeit. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die schauen das an. Brandalt, der Klassiker der Woche. Das hatte ich letzte Woche auch, die Kategorie, aber jetzt habe ich sie schon wieder gemacht. Aber einfach nur, weil ich dachte, dass du wahrscheinlich das. Ich hatte eigentlich was rausgesucht. Wirklich? Oh nein. Ja, das habe ich schon gewusst. New York State of Mind, aber. Bin ich froh, dass ich dazu vorgekommen bin. Warum? Ich habe von Juicy J. Der, du weißt ja, Teil der 36 Mafia und ganz, ganz alt, dann ganz, ganz lange weg. Und dann ist er ja wieder, dann hat er irgendwie mit Wiz Khalifa so angebandet und dann wieder so Mixtapes nach und nach. Und auf einem der ersten Tapes war Who the Neighbors drauf. Und ich weiß, dieser Song, ich weiß einfach, das ist dieser Juicy J-Song. Wenn man den hört, dann weiß man einfach, was er für ein Typ ist. Und dann kann man sich auch eigentlich 90% seiner anderen Musik schenken, aber ich finde, er ist ein super Typ, der Erfinder von Flow, und dieser Track ist so plump ins Gesicht. Lernt man uns über diese Tracks eigentlich besser kennen? So als Mensch? Ja, doch, sagt schon viel aus. Ja. Du musst dir vorstellen, in der Hook sagt er einfach so, ja, Junge, mein Haus steht hier auf 25 Hektar, wenn mein Nachbar ist, Kobe Bryant von Lakers, das ist nicht mal Geld. Finde ich eine sensationelle Hook. Geil. Richtig geil, ey. Das könnte man in Deutschland nicht bringen. Ja, ne? Dein Nachbar ist ja wahrscheinlich auch nicht Kobe Bryant, Alter. Nee, natürlich nicht. Das wäre nur Kevin Großkreuz oder so. Die wundersame Red Bull. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen? Und Mann, haben wir wieder durchgelabert heute. Aber wir passen das Mike jetzt, würde ich sagen, für die letzten Worte zu Jule, weil ich habe dich alles gefragt, was ich jemals fragen wollte, für Stand heute. Es gibt auch keine Fragezeichen mehr im Internet. Nächste Woche. Das ist einfach nicht. Wer weiß, weißt du, was sich wieder auftut. Aber ich finde, jetzt ist Jule einmal hier, jetzt soll sie bitte nochmal fragen, was einem auf der Seele brennt, wenn man dich jede Woche hier sprechen hört, Steiger. Die will mich ja gar nichts fragen, die will dich was fragen. Nee, ich glaube gar nicht. Grundgedanke war ja nur einfach hier zu sein. Aber wenn ich schon mal eine Spaßfrage stellen darf, Steiger, warum hast du den cleveren Zug nicht gemacht, Mauli einfach zu sein? Boah. Jetzt, wenn du ihm schon eine Adresse bei Royal Bunker angeboten hast. Naja, ist natürlich, also weil Royal Bunker als Marke jetzt gerade von Sido gesigned wurde und ich deshalb bei diesem Label gar nichts mehr zu sagen habe, sondern nur noch so ein billiger und billiger Angestellter bin in der zweiten Reihe. Eine Ehrenmitarbeiter. Aber, könnte man sagen. Ja, aber die Rechte werden ja zurückerkämpft. Ja, und dann sei nicht. Man sollte noch nicht drüber reden. Sei nicht trotzdem niemand mehr. Ey, du hast auch in der Vergangenheit gemerkt, Leute sein ist auch oft nicht das Beste für die Freundschaft, oder? Ist auch nicht meins, muss ich sagen.
denke auch. Ich habe mich lange Jahre dazu gezwungen, viele Freundschaften sind zerbrochen. Denke, du bist auch nicht so der PR-Berater. Ja, geh mal, komm, geh mal zum Spiegel. Klar, red mal mit denen. Das wäre jetzt nicht dein erster Rat, oder? Nee, ist nicht. Hier, neue Frisur. Weißt du, ein Rapper braucht Erkennungszeichen. Wie wär's mit einem Hut? Hey! Das Juliane, war mal eine Woche. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Grüße an Rostock. Wunderschöne Stadt im Norden. Wir machen auch mal eine Radiotour dorthin, oder? Hey, ich bin am Start. Pack das Wohnmobil voll und dann eine richtige kleine Bromance quer durch die Nation. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Ja, wir gehen raus mit dem neuesten One-Take von Disaster Nummer 15. Stabile Nummer. Heute Morgen noch auf Steigers Facebook, jetzt schon im Radio. Fuck. Was ist hier los? Ist das geil. Bis nächste Woche.